Buongiorno. Ecco, 7 minuti di ritardo. Ich fange jetzt gleich mal auf Italienisch an zu labern, weil in 2 Stunden circa um 13 Uhr mache ich dann für euch Anfänger weiter. Quindi adesso parlo in italiano. Questa è la seconda parte del mio stream intensivo per italiano. Tutti i livelli. Principianti, dilettanti, professionisti, business. Come state? Tutto bene? Buongiorno, eccomi. La prova che ci sono anch'io. Quindi avete dormito bene? Opsala, non toccare il tavolo, Michele. L'hai già detto ieri che traballa. Traballare, ballare. Ballare. Io sì. Mi sono quasi pronto, quasi preparato. Devo fare le mie ultime cosette. Nel frattempo, ciao, buongiorno Sally. Nel frattempo, vi parlo un po', facciamo due chiacchiere. E qua ci sono delle parole interessanti. Sono nuove per voi? O le conoscete le parole? Guardate le parole con calma. Ma non... Oh, non usare il dizionario. Ok. Forse potete riconoscere. Dani, hai mangiato e hai bevuto. Brava. È proprio questa l'informazione che mi serviva. Brava. Trockenanzug, dein Trockenanzug, Judith, come mai? Che cos'è questo? Cosa fai? Spiegami per favore. Sono curioso. Ah, ragazzi, cosa devo dire? Siete fantastici, dai. Sabato mattina a studiare l'italiano, eh? Chi me lo fa fare? Womit tu ich mir das nur? Immersioni hai fatto? Judith? Bah, brava, complimenti. È una cosa che io non farei non, perché, vabbè, mi piace molto l'acqua, nuotare, questo sì, però ho un po' problemi alle orecchie con la pressione. E comunque, complimenti, mi fa piacere. Sì, pronti, attenti, via. Fa bel tempo da te, Cristina, anche da me un po' di sole c'è. Ok, allora devo preparare le ultime cosette. Salutatevi, Cristo tra di voi. Vedremo che cosa mi serve qua. Ho tutto, noi. Come si chiama questo? Come si chiama questo in italiano? Piccolo. Buongiorno, Natalie. Io sono pronta. Pronto, sì. Come si chiama questo in italiano? Vi do un piccolo aiutino, ma solo piccolo perché oggi è weekend, eh? Durante la settimana che dovete lavorare vi do più aiuti, però oggi devo fare un po' più seriamente. No, sto scherzando. Allora, come si chiama questo? Sono qui con due orecchie, brava Elga. Perché se tu avessi tre orecchie, saresti dopata. Dann wärst du gedopt, dann dürftest, non potresti partecipare qua. Dann dürftest du hier gar nicht mitmachen, con tre orecchie. E questo è unfair. Ok. Allora, come si chiama? Come si dice? Ladegerät in italiano. La domanda iniziale, eh? Come si dice Ladegerät in italiano? La prolunga. La prolunga, ok, Verlängerungskabel, cioè, sarebbe una traduzione letteralmente. Ok, vi do un piccolo aiutino. Ho detto di darvi un aiuto e non l'ho dato. Beh, tipico Michele. Allora, l'aiuto è la stessa parola come... Laden und beladen, entladen, da, mit Vabbè, Natalie, scaricare, no?
Perché io voglio caricare la batteria. Sehr gut, also kein Scaricabatterie, kein Batterieentlader, sondern ein Batterielader. Carica. Ma non è importante per me. Perché, Dani, hai sempre corrente? Hai un accu, una batteria che funziona permanentemente? No, sto scherzando. Questo è bello, vedi? Dani ha deciso questa parola non mi interessa, non la devo studiare, non devo investire energie. Anche questo vi consiglio spesso, non dovete imparare tutte le parole che sono scritte sul libro, che io vi raccomando, che do. Dovete scegliere voi poi se questa parola vi serva o no. Questo è tutto. Quindi il carica batterie. Il caricabatterie è l'Adigrid. Però forse, Dani, la parola caricare, aufladen, ti serve perché sono carica? Vuol dire, ich bin aufgeladen, nel senso sono carica per questo live stream. Also sei carica, Dani, o sei scarica? Bist du schlapp? Io penso che tu sia carica perché me l'hai detto. Che hai bevuto, hai mangiato, quindi non ci sono scuse. Hai capito? Va bene. Carica batterie, un attimino, mi devo alzare perché ancora sto sistemando un po' le mie cosette. Avete, nel frattempo, avete delle domande? Sì, sei carica. Brava, Dani. Lo sapevo. Ich wusste es, lo sapevo. Che cazzo traduci in tedesco, Michele? Questo è un stream per professionisti. Ok. Io mi devo mangiare. Buono. Buono, buono. Allora, scusate. Ciao Elke, buongiorno a tutti, sì. Cosa vi voglio dire? Mi sto mangiando un croissant, ma non tutti i sabato mangio il croissant, solo quando faccio lo live stream, vedete? Quindi, per colpa vostra, ingrasso, eh? Perché se io non facessi uno live stream, non dovrei mangiare il croissant. Ciao Jürgen! Salve a tutti! Bello! Allora, che mi raccontate? Che mi dite? Avete delle domande? Mamma mia, quanta roba che c'ho qua, il caricabatterie. Ok, va bene. Brioche. Ok, adesso vi faccio vedere qualcosa. Come mai queste parole? Le potete leggere? Spero di sì. Ok. Come mai queste parole? Con che cosa hanno a che fare queste parole? Vedete, questa è una. Mannaggia, c'è una. Scusate. Vediamo, controlliamo. Ok, vi do. Un'espressione bellissima, avere a che fare con, zu tun haben mit. Eh? Ciao Andrea, buongiorno. Allora, avere a che fare con. Che bella espressione. Also, ich habe gerade gesagt, io ho detto, vi ho domandati. Con che cosa? Mit was? Womit? Con che cosa? Hanno a che fare queste parole. Womit haben diese Wörter zu tun? Prima di rispondermi questo, facciamo un piccolo esercizio con avere a che fare. Ok? Avere a che fare è una di quelle espressioni. This is eine dieser Ausdrücke, wo ihr sagt, avere a che fare con. Cazzo! Was für eine. Wie soll ich das verwenden? Vi ricordate o. Oh,
Riconoscete questa situazione che avete? Lo leggete, ah, was heißt denn eigentlich zu tun haben mit? Ich habe damit nichts zu tun, ah, das hat doch damit nichts zu tun, ja, eccetera, eccetera, womit hat das zu tun, eccetera, eccetera, ok? E avere a che fare con. Che cosa, come devo usare, come devo lavorare con questa espressione? Da capo, ancora una volta, bei all diesen Ausdrücken, andare a trovare, venire a prendere, egal was, es gibt ein Verb. Das ihr anlangt und den Rest nicht. C'è solo un verbo che voi dovete toccare e cambiare nei tempi. Eh? Avere a che fare con. Qual è il verbo che bisogna toccare? Ditemi, scrivetemi, quale verbo bisogna toccare? Um zu sagen, dann, das hat damit nichts zu tun gehabt. Du hast immer mit mir zu tun. Vergiss das nie. Ditemi, ditemi, dove cazzo sta la mia bella informazione? Avere a che fare con. Avere, certo, avere ist das Wort. Dann, mach doch mal die Masterfrage und denkt jetzt adesso, il trucco, voi avete il livello intermedio, per voi è facile formare il verbo avere, o hai, ha, o avuto, hai avuto, avrò. Vediamo, die Masterfrage. Das wird mit Problemen zu tun haben. Das wird mit Problemen zu tun haben. Non pensate in tedesco. Non pensate in tedesco. E pensate in italiano. Avere a che fare con. Das wird mit Problemen zu tun haben. Vediamo. Ora, mach mal nicht mit Problemen. Das ist ein Scheißbeispiel. Ja, vabbè, è un po' presto ancora per me. Das wird mit dir zu tun haben. Una minaccia, eine Drohung. Das wird mit dir zu tun haben, diese Angelegenheit. Preparati. Allora, come si dice avere a che fare? Das wird mit dir zu tun haben. Dovete toccare solo un verbo. E tutto il resto non si tocca. E guarda di Sandro Rocco, si guarda non si tocca. Ok, allora Karin, questo ha a che fare con te. Brava, weil du hast gesagt, a che fare con, a che fare con, a che fare con. Seht ihr, das endet ja nie. Und es, du, also questo ha, das hat mit dir zu tun, das wird mit dir zu tun haben, Andrea, avrà. Genau, weil ihr müsst einfach das avere in die Fuß. Avrai a che fare con te, Sally, ist dann du wirst mit dir zu tun haben. Das ist dann die Sache mit der Masturbation. Oh, uppala, das ist ein bisschen früh, ja? Okay, scusate la battuta, ihr kennt mich mittlerweile, also nehmt es nicht persönlich, genau. Also ihr nehmt einfach avere. Und jetzt hat avere, was heißt ich habe gehabt? O avuto. Du hast gehabt, ai avuto. Ich werde haben, avrò. Und dann immer a che fare con, a che fare con. Sally, okay, grazie, ti è piaciuto. Ti ringrazio, non te la sei presa, du hast es dir nicht zu Herzen genommen. Aber das ist, du wirst mit dir zu tun haben. Ja, das ist ein anderer Ausdruck für Masturbation. Das wiederhole ich mal. Der ist mir spontan eingefallen, wie immer, und der gefällt mir. Mi piace. Okay, va bene. Avere a che fare con. Allora, la mia domanda. Queste parole, con che cosa hanno a che fare? Womit haben die zu tun? Con che cosa hanno a che fare? Io vengo subito, devo andare a prendere qualcosa da bere. Un secondo. Allora,
Ecco, Allora, sei dalla parrucchiera, Gerlinde, stai guardando il mio live stream, vedi? Questo è due piccioni con una fava. hat mir auch schon mal. Zwei Fliegen auf einen Streich, zwei Tauben mit einer Bohne. Allora, queste parole hanno a che fare con ritardo. Quando tu fai tardi, arrivi con ritardo e ti devi scusare o devi spiegare quello che è successo, il motivo per cui sei arrivato tardi. E perché vi voglio insegnare questo? Cioè io non mi voglio scusare per questi 7 minuti che ho fatto tardi, perché 15 minuti sta dentro la flessibilità italo-pugliese Michele. Però volevo andare dal parrucchiere ieri sera e chi l'ha sentito ieri e mi vede oggi dice: ma sto parrucchiere, voglio fare anche io il parrucchiere, non lavora e incassa. No, purtroppo non ce l'ho fatta ad andare dal parrucchiere. Magari vi ricordate che ieri avevo qualche disputo con mio figlio dopo lo live stream. Abbiamo continuato a discutere e poi ho cancellato tutto perché in quel momento era più facile e no, importante chiarire le cose con mio figlio. Allora, quindi queste parole hanno a che fare che quando tu ti devi scusare, devi spiegare per un ritardo, una cosa che non hai fatto. E adesso vi do le parole chiavi. Oh. No. Okay. Potete leggere? Ok. Allora, inconveniente. Inconveniente is tipo mir ist was dazwischen gekommen. Disagio ist eine Unannehmlichkeit. Das heißt also, oh, ich habe irgendwie mir ist ein Scheiß passiert, irgendwas unannehmlich, ja? Unigorgo ist ein Stau. Un casino è un totale caos, ja? Un casino, un trattenuto, è il gleiches Verb, ist aufgehalten. Ah, allora, tutto sommato, per scusarsi potete dire una cosa tipo: ah, mi è was dazwischen gekommen, ist was Unangenehmes passiert, Stau. Ein Scheiß ist passiert und jemand hat mich aufgehalten. Okay? Allora, qua si dice c'è stato un inconveniente. Es gab eine unvorhergesehene Sache. Und c'è stato un inconveniente, von venire, ja? Inconveniente. Etwas, was halt einfach nicht passt. C'è stato. Und hier sagt ihr, qualcuno mi ha trattenuto. Jemand hat mich aufgehalten. Qualcuno mia, c'è stato, mia, c'è stato, mia. Also, wie war dieser Satz? Für alle, die gestern nicht geguckt haben, bitte versucht es laut zu sprechen, nicht zu schreiben. Es dauert zu lang und ich gebe euch dann die Lösung. Mia, qualcuno mia, also, seht ihr, hat mich, ja, und das ziehe ich ja natürlich zusammen. Qualcuno mia. Trattenuto, c'è stato, es ist gewesen, c'è stato un inconveniente. Ok? Und hier, bei un casino, è successo, es ist passiert, è successo un casino. Ok, jetzt wiederholt mal alle. C'è stato un inconveniente, c'è stato un inconveniente. Habt ihr? Ok, das nächste mit un casino. È successo! Un casino! È successo! Un casino! Wiederholt mal! È successo! Un casino! Ein Scheiß ist passiert, ein totaler Stress! Und das letzte, qualcuno mia, das müsste zusammen, mi ha trattenuto, qualcuno mi ha trattenuto. Ok.
Avete ripetuto? So, jetzt machen wir eine kleine Übung für diese drei. Inconveniente, un casino, trattenuto. Ich sage euch den ersten Teil und ihr sagt einfach eins der Wörter. Un casino, trattenuto, inconveniente, ok? Qualcuno mi ha. C'è stato. Qualcuno mi ha. Das müsst ihr auch richtig. Trattenuto! Ah, sprecht es richtig aus. Qualcuno mi ha trattenuto. C'è stato. È successo! C'è stato un, c'è stato un, che no, somos mamma. Inconveniente. È successo! Un casino, c'è stato un. Inconveniente. Qualcuno mi ha trattenuto. È successo! Un casino. Das nächste. Ich bin im Stau stecken geblieben. Sono, ich bin. Capitato. Ich bin capitato. Nicht capito, capitato. Capitare. Capitare, un momento. Capitare è un sinonimo per succedere. Ich habe jetzt mich nicht geguckt, ob ich schön bin. Eh? Qualcuno mi devo grattare la testa. Ok. Sono capitato. Ich bin stecken geblieben. Sono capitato. In un ingorgo. Eh? È successo un casino. Qualcuno mi ha trattenuto. C'è stato un inconveniente. Sono capitato in. Sono capitato in un. Ingorgo, also in einem Stau. Sono capitato in un. Und das ist das Letzte. Ho avuto un disagio. Ho avuto un disagio. Ich habe eine Unannehmlichkeit gehabt. Irgendwas Unangenehmes ist passiert. Ja, das ist ein bisschen. C'è stato un inconveniente. Ho avuto un disagio. Un inconveniente e disagio. Un inconveniente, disagio. Inconveniente, disagio. Ok, passo via, Michele. Va bene. Ok. Sieht man das mal ganz schnell? Perché anche ieri qualcuno mi aveva scritto: ah, bella, bella spiegazione, ma adesso devo memorizzare, ricordare, e voi mi conoscete, Sprint Nivas, non serve a niente insegnare le parole e non esercitare. Noi esercitiamo, ok? Queste parole. Ok, abbiamo adesso 5 Wörter, abbiamo 5 parole chiavi praticamente per dire, per scusarsi, per un ritardo, una cosa che tu non hai fatto. Tu hai scritto trattenuto. Grazie Natalie. Cosa farei senza di te? Was würde ich ohne dich machen? Trattenuto. Da ist ein N, ja? Muss ich wegstreichen, das schreibe ich dann nochmal. Trattenuto. Ok. Trattenuto. No, mi ha trattenuto. Ok. Ciao Alberto, buongiorno. Allora, jetzt haben wir diese 5 Wörter. Inconveniente, disagio, ingorgo. Un casino, trattenuto. Ok, jetzt machen wir Ping-Pong. Fallen euch 2 Wörter ein? Wie ricordate? 2 von dieser 5 Fünferliste. Ja, sagt die laut. Jetzt schaue ich mal, welche euch am. Un casino ist wahrscheinlich euch allen eingefallen und vielleicht trattenuto, weil wir es jetzt gesagt haben. Ja? Un casino trattenuto. Allora, inconveniente, disagio, un casino trattenuto, ingorgo. Was war das letzte Wort? Ingorgo. Stau. Okay, va bene. Und jetzt versucht nochmal 4 Wörter. Schafft ihr 4 Wörter? Aber wenn ihr die aufgeschrieben habt, se avete scritto, non guardare, eh? Guardate, non vi imbrogliate. Betrügt euch nicht. Allora, abbiamo un casino, ingorgo, trattenuto, inconveniente, von venire, inconveniente, disagio, disagio, oh, un disagio. Ok, allora, wozu passt? È successo! Un? No, un war schon drin. È successo! Un casino. Qualcuno mi ha trattenuto. Qualcuno mi ha trattenuto. Ho avuto un. Ho avuto un cane. Un problema. Sì. Un disagio.
C'è stato un convenire inconveniente. Ho avuto un disagio. Sono capitato in un, sappiamo che sono capitato in un ingorgo. C'è stato un inconveniente. Sono capitato in un ingorgo. Qualcuno mi ha trattenuto. È successo un casino e sono capitato in un ingorgo. Ok, allora così allora perché vi volevo, sì, perché alla fine ieri non sono andato dal parrucchiere perché è successo un casino con mio figlio. Sì, non sono capitato in un ingorgo perché ho preso la bicicletta, però mio figlio mi ha trattenuto praticamente con le sue discussioni. E, ho avuto un disagio con questo perché non è stata una situazione bella. Ho avuto però un inconveniente, no, perché già nella mattina avevamo discusso, quindi sapevo che anche nella sera avremmo continuato a discutere e magari ci sarebbe stato qualche inconveniente. Mi è piaciuto questo? Questa, diciamo, velocità usando un po' le forme reb, condizionale, futuro. Come ve la cavate? Come ve la cavate? Mi conte da mezzo recht? Mi piace? Io devo dire, a me questo stream, cioè, è un po', come devo dire, mi crea quasi una psicosi. Mi crea quasi una psicosi, una schizofrenia. Perché da una parte amo tantissimo insegnare l'italiano ai principianti, perché mi piace tanto vedere il successo, vedere gli occhi brillanti, no? Perché se ne accorgono subito che hanno successo fin dal primo minuto, ma dall'altra parte quelli diciamo i superiori, un po' con ironia, i superiori. Il contrario di superiori sarebbe? Contrario di superiori? Scrivetemi. Ma anche voi, cioè il vostro livello mi piace tanto perché così mi posso sfogare e posso parlare in italiano. Ormai è difficile perché ho dovuto portare un caffè. Ah, hai dovuto fare il caffè e non mi hai ascoltato. Jürgen, lei è stato grandioso ieri. Grazie Dani. Che dici Dani, la discussione con mio figlio non è stata grandiosa, no. Però c'è un detto che diciamo bisogna farlo, non c'è rimedio, non c'è uscita, non ho scampo, facciamo così, bellissimo, non so, vedi? Adesso ho cercato 4-5 possibilità per dire il mio bleibt in ist anders übrig, riguardo alle discussioni con mio figlio. Non ho scampo, non ho uscita, non c'è rimedio, è inutile, sì, ci sono tante cose per dire, però non ho scampo è una bellissima espressione italiana per dire il mio bleibt in ist anders übrig, ich hab keine andere Wahl, non ho scampo. Ok, va bene, a questo punto. Ah, ok, wie war denn nochmal das Ladegerät? Das Ladegerät. Il carica batterie. Ein Wort, il carica batteria. Puoi caricare was könnt ihr denn caricare? Und das, è il contrario? Caricare il carica batterie, ma sono sagt ok, kann ich laptop batterie aufladen. Il contrario è scaricare, entladen. Però anche altre cose si possono caricare e scaricare. Cos'altro si può caricare e scaricare? Il cellulare, sì,
ma una cosa non elettronica. Il camion. Che cos'è un camion? Ecavi, certo, perché tu quando ti fai un trasloco in un zug, devi prima caricare tutto, o quando si va in vacanza, anche caricare la macchina, il camper, e poi scaricare i tuoi sci, devi caricare, to carry, sarebbe un falso amico dall'inglese, però caricare laden, una cosa devi, sai, un camion o laden, un entladen, e scaricare. E Dani, se ti ricordi, o gli altri, se vi ricordate, come si dice, ich bin fit, voller Energie, è anche un verbo, è un aggettivo, carico, eh? Carico o carica. Quindi Dani è carica, voi siete carichi, spero. E io adesso devo caricare il mio laptop, ma caricare l'energia, sì, mentale, sì. Gerlinde, guarda e controlla se la tua parrucchiera è carica, perché sei in un momento delicato e se la parrucchiera è scarica, bisogna solo incrociare le dita che tutto vada bene. E quindi, però prima di caricare qualcosa, muss ich ja das anstecken, dranstecken. Come si dice? È una parola che viene dal calcio, Sally. Sai, Sally, c'è la difesa, il centrocampo, ma davanti, loro che devono segnare i gol, come si chiamano in italiano? Si chiamano gli attaccanti. E attaccare, attaccieren, ma questa è la parola per etwas wo dranstecken, also das Dings da an Dings dranstecken, attaccare, also hier, avete capito? Attaccare e il contrario? Staccare. Ah, collegare e verbinden è una buona soluzione, sì, il coso, il coso, sì, attaccare vuol dire angreifen, etwas dranstecken, anche nel senso metaforico o figurativo sarebbe attaccare a una persona, eine Person verstehen oder Zugang zu einer Person haben, eh? Oder non attacco, ich habe keinen Zugang zu dem. Eh? Sì, Andrea, attaccare, sì, vedete? Ok, il caricabatteria, attaccare, staccare, e l'ultima cosa, prima di cominciare con il nostro esercizio grammaticale, staccare, ist ja dann Stecker wegstecken, e c'è una bellissima espressione anche che si usa anche in tedesco, metaforicamente e letteralmente, den Stecker ziehen. Den Stecker ziehen, di un dispositivo elettronico, ma anche mentalmente, che tu lavori tanto e poi dici, oh, ich muss mal den Stecker ziehen, ich muss einfach mal abschalten. Also staccare, was heißt denn der Stecker? Das ist dasselbe Wort wie die Grete. Staccare la spina. Allora, staccare la spina vuol dire anche mentalmente rilassarsi dallo stress. E allora, ditemi voi, come staccate la spina? Mi potete scrivere qual è il vostro metodo per rilassarvi, per trovare un po' di rilassamento, staccare la spina mentalmente, non pensare più ai problemi, al lavoro. E scrivetemi, io nel frattempo, che voi mi scrivete, vi racconto come riesco io a staccare la spina dopo una giornata impegnativa. Allora, stacco la spina cucinando. Seht ihr? So kann man auch den Gerund verwenden, kochend, indem ich koche.
con la spina cucinando, sta con la spina leggendo dei libri, però non dei libri romanzi, dei libri scientifici, no? Di fisica, astronomia, sì, non, astrologia no, però proprio le cose scientifiche. Sta con la spina facendo sport, sì. Guardando la TV, il classico, facendo una passeggiata nel bosco. Brava Andrea. Avessi io un bosco in vicinanza, hätte ich einen Wald in der Nähe, farei anch'io. Facendo sport, sì. Poi stacco la spina. Cos'altro? Sì. Ah, ok. Stacco la spina bevendo un caffè, sì. Io, per esempio, posso anche staccare la spina a proposito di bere, bevendo un bicchierino o due di vino rosso. Anche questo è un metodo per staccare la spina, guardando qualcosa. Anche io faccio così, Natalie. Sì. Ok. Vedete? Chi fa meditazione, chi fa una cosa del genere? Sì. Ah, andando in Vespa. Ah, ok. E suonando il clacson come un pazzo. Oh, sto staccando la spina! Yippee! Stacchiamo la spina tutti quanti! Io che bravo! Ok, va bene, questo è molto interessante, così sì, mi avete raccontato un po'. Cantando! Claudia, ciao carissima! Cantando stacchi la spina. Questo è bellissimo! Quasi quasi! Stai al primo posto adesso con questo metodo, eh? Mi piace quasi di più di tutti gli altri, eh? Nonostante anche gli altri siano belli. Ok, staccate la spina così. E mangiando, no? Mangiando qualcosa di buono. Ciao Claudia, è sempre un piacere leggere le tue mail, vederti come con tutti gli altri, dai. Ormai. Ok, prima di fare l'esercizio. Vediamo se ho qualcosina da aggiungere. No, per il momento no. Ok. Allora, ieri andando in bici, Elga. Ah, ok, vedi? Tante persone vanno in bici per staccare la spina. Io devo dire, preferisco fare footing, però i gusti sono gusti. Ok, quindi però sono contento che tutti voi sappiate come staccare la spina. O c'è qualcuno che non lo sappia? Tutti lo sanno, no? Come si stacca la spina? Vabbè, come si dice? No, vediamo un inconveniente. Meditazione è veramente utile, sì. Anche cioè io non faccio una meditazione classica, però mentalmente sì che faccio un tipo di meditazione. Per esempio, io quando vado, faccio una passeggiata, sono una persona molto, diciamo, mi piace molto la natura e assorbo tutti questi profumi, colori, come se fosse un tipo di meditazione. Ok, c'è stato un inconveniente, sabbi ho detto, allora, con ingorgo, come dite con ingorgo? Sono capitato in un ingorgo. Un inconveniente? C'è stato un inconveniente, un disagio? Ho avuto un disagio, un'animichkeit gehabt. Es ist mir was Unvorhergesehenes passiert mit venire? C'è stato un inconveniente. Ah, ich bin im Stau stecken geblieben. Fängt auch so an. Sono capitato in un ingorgo. Ok. Ingorgo, ma tutti mi chiamano Giorgio. Stau und Giorgio, vielleicht könnt ihr euch das jetzt merken. Ingorgo und Ok. Allora, ieri abbiamo finito questo stream per livello intermedio con
Oh, Silvia, una domanda. Ok, prima di cominciare. Silvia ha domandato quando uso le persone e quando la gente. Silvia praticamente è una traduzione letterale. La gente ist die Leute. La gente und le persone sind die persone. Non sempre è chiara la differenza. Tutte e due si possono scambiare anche, però una cosa c'è da ricordare, da non dimenticare, la gente, vedete, la gente è una parola in singolare. Quindi, anche se voi pensate in tedesco, die Leute gehen, per noi la gente va. La gente va. E adesso facciamo un piccolo. Grazie, vedi Silvia? Amo queste domande perché poi mi fanno venire in mente spontaneamente un esercizio. Allora, le persone vanno, die Leute gehen, è praticamente la stessa cosa come la gente va. Also, die Personen gehen oder die Leute gehen. Però in italiano le persone vanno, però la gente va. E questo facciamo? Ihr müsst also mein le persone Pluralsatz in ein la gente no, Einzelsatz sagen. No? Allora, le persone d'Italia bevono il vino rosso. Und dann bevono. Und der Trick jetzt, die Übung ist natürlich zu fokussieren vom bevono, was ist die Er-Sie-Es-Form. Und auch hier wieder, vabbè, non siete principianti, però io ripeto perché è meglio ripetere che non dirlo. Secondo me, la mia filosofia, bevono, denkt einfach nicht die Tabellen durchgehen, ja? Bevono kürzer und es muss auf E oder A. Eh? La gente d'Italia beve il vino rosso. Ok, le persone vanno a ballare. Col vanno. Also, die Wörter sind leicht. Vanno, va. Eh? La gente va a ballare. Le persone non sanno niente. Die wissen gar nichts. Eh? Sanno, das ist so wie vanno, va, sanno, la gente non sa niente. La gente non sa niente. Le persone prendono il caffè. La gente prende il caffè. Le persone non dicono niente. La gente non dice niente. Dicono dice. Perfetto. Le persone vogliono parlare, o diciamo cantare. Le persone vogliono cantare. La gente vuole cantare. Le persone possono, aspetta, possono andare in chiesa. Es ist mir nicht besser eingefallen, ja. Vabbè, ogni tanto c'è un blackout. Le persone possono andare in chiesa? La gente può andare in chiesa. Ok, l'ultima, le persone sono gentili. La gente è gentile. Bello, grazie Silvia. Bellissimo esercizio, a me piace. Così si può collegare, si possono collegare tutte e due le versioni. Che sono uguali, quasi simili, però c'è sempre questa differenza grammaticale e voi al vostro livello ormai avete questa esigenza, l'esigenza, Anforderungsbedürfnis, questa esigenza di parlare un po' più, diciamo, un po' meglio l'italiano, di ridurre questi errori, dettagliati. Ok, grazie mille. Silvia, allora, vedete, habe euch gestern ja gesagt, spero lo possiate vedere, wenn, das lesen? Ja, questo. Sì, Silvia, das musst du üben, das ist ja das Schöne an meinen Livestreams, also das lo dico in tedesco brevemente. Ich habe dir schon mal gesagt, jede Übung, die man macht bei mir oder generell im Leben,
Wenn man was Neues lernt, könnt ihr niemals davon ausgehen, das sofort zu können. Wichtig ist, mit diesem Gedanken reinzugehen, weil dann könnt ihr euch darauf einlassen, auf das Thema. Dann, ja, dann taucht ihr ein. Einfach, ich muss mir das jetzt nicht merken, ich will einfach nur, ja. Und dann mit dem Üben, in questo posso continuare in italiano, potete poi guardare la mia registrazione, Aufzeichnung di questo Livestream, e ripetere proprio questo esercizio, finché ci riuscite benissimo. Allora, rendersi conto, jetzt hoffentlich ist es besser lesbar. Ok, questi sono tutti i verbi riflessivi e vi ho detto, ich habe euch ja gesagt, Reflexivverben sind in der Vergangenheit, sagt man eben nicht, ich habe mich gesetzt, sondern ich bin mich hingesetzt. Ich bin mich gesetzt oder ich habe mich daran gewöhnt, ich bin mich daran gewöhnt. Ja? Quindi, seht ihr, sentirsi. Also sentire heißt ja auch hören. Und wenn ich das jetzt nicht reflexiv nehme, sentire, dann sage ich schon, ho sentito. Ja? Aber nur wenn ich es reflexiv verwende, zum Beispiel sich fühlen oder sich hören, dann mi sono sentito. Also dann müsst ihr ein essere verwenden als Hilfsverb. Questo è molto importante. Essere, cosa volevo dire? Seht ihr? Da bleibt euch jetzt nichts anderes übrig, als einfach bei diesen immer das Essere zu verwenden. Und ciao Sabine, come va? Stai ancora in vacanza? Und jetzt meine Frage von vorhin, ich hatte das kurz erwähnt, euch bleibt nichts anderes übrig. Ihr habt keine andere Wahl. Ihr habt keine andere Wahl. Denkt an den Campus. Non avete. Ciao Friedrich, come va? Non avete scampo, eh? No? Non ho scampo, brava Dani, eh? Mir bleibt nichts anderes übrig, quindi non avete scampo. Bei den Reflexivverben in der Vergangenheit könnt ihr eben nicht mehr mit sto bemerkt. Non lo so cosa vuoi dire, Friedrich. Also, wenn ich dir so eine Rätsel geben, während meines Livestreams. Sono italiano, eh? Mi devo concentrare qui. Sto bene, ok. Mi sento bene heißt, ich fühle mich gut. Ja, vor allem Dingen, Gerlinde. Also, mi sento bene heißt, ich fühle mich gut, weil man sagt ja nicht, ich höre mich gut. Also gut, in gewissen Situationen. Aber ich wollte euch das nur nochmal, sentire heißt hören und fühlen, aber sentirsi, wenn man reflexiv wird, man es eher als sich fühlen, als sich hören. Aber beim Online, Skype und so, ja, ich höre mich gut, ich kann dich aber nicht hören. Ja? Mi sento bene, hieß das auch. Okay, però questo non dovrebbe essere un problema per voi nel presente, in presence, solo che in passato bisogna sempre... diciamo il cervello tedesco, diciamo quello che si sa in tedesco, poi è sempre difficile pensare al verbo essere, ok? Allora, così facciamo un esercizio. Adesso mi servono delle schedine. Dove cazzo le ho messe? Dove stanno? Ah, in der Zwischenzeit? Un casino, eh? Wir haben ja diese fünf Sätze gehabt, dass man sich entschuldigt, weil man zu spät ist, dass was dazwischen gekommen ist, irgendwas passiert. Un casino, was war davor mit un casino? È successo! Un casino! Es ist echt ein Scheiß passiert. È successo! Un casino mit ingorgo! Wie fängt es an mit ingorgo?
Was ist mit so einem Capitato zu tun hat, non ha senso, hat keinen Sinn, aber ich glaube, wenn ich das noch eine Stunde mache, dann ist es angekommen. Allora, incordo, sono capitato in un ingordo. Und wie sagt ihr dann? Ich bin im Stau stecken geblieben. Ganz schnell. Sono capitato in un ingordo und es ist ein Scheiß passiert. È successo un casino. Und wie sagt ihr? Oh, mir ist was Unvorhergesehenes von venire. Ist was passiert. C'è stato un inconveniente. Stai al mare, Sabine, ma dai. Oh, beata te. Fai un tuffo per me, per favore, ok? Fai un tuffo nell'acqua per me. Per favore, perché mi manca veramente il mare. Ok, jetzt werden wir diese Reflexivverben in allen Zeiten und Formen, eh? Üben, per continuare l'esercizio di ieri, no? Da habe ich ja mit normalen Verben, passato prossimo, futuro, eccetera, eccetera. E adesso, prima di tutto, wenn ihr also ein Reflexivverb habt, dann wisst ihr, müsst jetzt, wenn ihr sagen wollt, ich habe mich daran gewöhnt, ja, ich bin aufgestanden. Also auch hier nochmal ganz kurz, in tedesco, es gibt einige Reflexivverben, wie zum Beispiel alzarsi. Das ist der Klassiker. Die Deutschen, im Deutschen sagt man, ich stehe auf. Da kommt kein mich, dich rein, kein Reflexivteil, Pronomen. Ja? Also, nehmt es mal, im Italienischen gibt es eben Verben, die man reflexiv verwenden muss, auch wenn du die, du sagst ja dann, ich stehe mich auf. Das sagst du ja nicht. Ich erhebe mich. Das gäbe es im Deutschen. Also dann passt es wieder mit dem alzarsi. Aber nur für euch, es gibt Verben im Italienischen, die sind einfach reflexiv und die müsst ihr dann immer so verwenden. Ein Klassiker ist alzarsi, also ihr könnt nicht sagen also für ich stehe auf, sondern ihr müsst immer sagen mi alzo, okay? Mi alzo. Und schaut doch mal an, ist euch da nicht ein Reflexivverb aufgefallen, wo ihr sagt, was ist denn das für ein Scheiß? Schaut doch mal an, da ist ein Verb drin, ein Reflexivverb. Das kennt ihr, also das ist ja, was soll das bedeuten? Also wenn ihr das meint, okay. Nee, rendersi conto ist einfach etwas bemerken. Ja? Das heißt bemerken, rendersi conto. Ja, ich meine, ein Verb, das ihr aus dem Italienischen von der Pike auf, von Anfang an, mangiarsi, brava. So, was hat das zu bedeuten? Trovarsi nicht, Helga, weil trovarsi ist sich befinden. Und dann kannst du auch sagen, ich befinde mich gerade im Wald. Ja, oder wo befindet sich das Restaurant? Mangiarsi fällt unter die Rubrik. Also sagen wir mal so, das rendersi conto gehört zu der Rubrik al wie alzarsi. Wisst ihr, das sind Reflexivverben im Italienischen, die im Deutschen nicht so übersetzt werden müssen. Du musst also nicht sagen, ich habe mich bemerkt. Ich habe bemerkt. Du musst nicht sagen, ich bin mich aufgestanden. Du sagst, ich bin aufgestanden. Okay? Das ist eine Rubrik. Und das mangiarsi ist aber eine Rubrik. Das sind Verben, die du schon kennst. Mama Andrea, bellissima domanda. Das wollte ich dann auch noch üben, das sage ich gleich, ja. Also mangiarsi, das ist ein Verb, das du so als nicht reflexiv kennst. Mangiare, essen. Und jetzt, das ist questa l'informazione, die, glaube ich, viele noch nicht wissen. Wir können diese Verben, nicht alle, ja, aber ein paar mangiarsi, bersi, ja, reflexiv verwenden. Und die, also es heißt jetzt dann nicht, dass ich mich selber esse. Das ist einfach italienisch pur. Seht ihr, also ich esse ein Teller Spaghetti, kann ich sagen, mi mangio un piatto di Spaghetti. Das ist dasselbe wie mangio un piatto di Spaghetti.
Also scheißegal, nur das ist halt Italienisch. Also ich verwende mangiare zu 70% reflexiv. Mit meinen Schülern immer nie reflexiv. Da muss ich mir auch immer wieder auf die Zunge beißen, was mir ab und zu rausrutscht. Aber mit meinem Sohn, che ci mangiamo oggi? Che ti sei mangiato? Das ist bei mir gang und gäbe. Also das könnt ihr abspeichern. Und das fällt unter die Rubrik, unter die Schublade Italienisch für Italiener. Richtig cooles Italienisch, so wie die Italiener sprechen. Also verwendet das Mangiare in Zukunft reflexiv. Wenn ihr wirklich, mein, vor allen Dingen ist es ja immer so verbunden mit was Guten. Warum werden solche Verben reflexiv verwendet? Wen das interessiert, sage ich jetzt auch kurz. Wen das interessiert, kann mich anrufen. Ich sage es trotzdem jetzt, ja, auch wenn es jetzt nicht interessiert. Es ist so, ihr wisst ja, im Italienischen mangiare, mangio, mangi, mangiamo. Wir sagen ja diese Personalpronomen io, tu, er, sie, es nicht. Aber irgendwie fehlen sie uns, weil mangio, wisst ihr, ich meine in der schnell gesprochenen Sprache, mangio, mangio, dann hört man vielleicht das nicht so richtig raus. Ja? Und deswegen verwenden wir viele solche Verben dann auch reflexiv, ohne dass sich die Bedeutung ändert. Nur dann habe ich nämlich das mi mangio, dann habe ich dieses mi als Ich-Ersatz sozusagen. Also das ist so die Begründung dahinter. E ve lo spiego adesso anche in italiano, così avete l'esercizio. Un esercizio di comprensione per ascoltare l'italiano, quindi questi verbi normali che normalmente non sono riflessivi si possono, non tutti, alcuni, si possono usare anche in modo riflessivo senza cambiare il significato, cioè mangio o mi mangio è sempre lo stesso, ha sempre lo stesso significato, tranne che mi mangio è più espressivo, è più, diciamo, si bada più alla pronuncia sul mi mangio, sul io. Eh? Caterina, bella domanda. Wo weiß ich, dass ein Verb reflexiv verwendet wird? Für diese, um diese Frage zu beantworten, gehen wir mal weg von dem Begriff reflexiv werben. Ja? Mache ich auch gleich, Jürgen. Reflexiv werben. Sage ich jetzt die ganze Zeit, ihr seid fortgeschritten, ihr kennt euch mit diesen Grammatikbegriffen, aber was hat das? Ma che cazzo significa? Also scusate, reflexiv werden non è un concetto che vi aiuterà. Das ist ja kein Konzept, das euch helfen wird, quando parlate in una situazione reale. Wenn ihr dann in einer realen, ja? Non potete pensare reflexiv werden. Eh? Non potete pensare. Dovete sempre pensare, ah, wir treffen uns, eh? Erinnerst du dich? Quindi, reflexiv werben ist eigentlich eine wörtliche Übersetzung von einem Wort wie mich, dich, sich. Wenn du das auf Deutsch denkst, erinnert sich nicht. Oder ich habe mir wehgetan. Ja, also, oder was nehmen wir denn noch? Wir setzen uns. Mi, ti, ci, si, vi. Da wird es einfach wörtlich übersetzt. Also insofern, sage ich mal, das ist mal wichtig, um zu verstehen, wann reflexiv verwendet werden. Das heißt, normalerweise spielen, sagst du nicht im Deutschen, ich spiele mich, und im Italienischen auch nicht. Ja? Okay. Jetzt ist es leider nur so, dass gewisse Verben im Italienischen reflexiv verwendet müssen, die im Deutschen nicht, wie zum Beispiel auch aufwachen. Ich meine, das ist auch geil, ja. Svegliarsi. Seht ihr? Svegliarsi, aufwachen. Ja, im Deutschen sage ich nicht, ich wache mich auf. Ja? Stai mangiando. Sabine, non puoi mangiare al mare, devi fare il tuffo per me. Ma cosa stai mangiando? Un bel pesce? Dai, scrivimi che cosa stai mangiando. Fammi venire l'invidia. Komm, lass mir den Neid in mir aufkommen, Sabine. Das habe ich verdient, weil ich unser Skype gestern abgesagt habe. Scusa. Okay. Sto mangiando, brava Sabine, brava, brava. Ich habe dich nicht verbessert, perché sapevo che l'avresti fatto tu. Ich wusste, dass du das machen würdest. Okay. Svegliarsi, seht ihr, ist aufwachen, aber man sagt ja nicht in Deutsch, ich wache mich auf. Ja? Aber die Italiener müssen sagen, mi sveglio. Und da ist zum Beispiel interessant, weil das Wort svegliare an sich gibt es auch und das heißt dann jemanden wecken. Sveglia! Ti! Wach auf! Reflexiv!
Io ti sveglio! Ich weck dich jetzt! Ok? Also seht ihr? Mi sveglio. Das ist der Unterschied. Mi sveglio, ich wache auf. Ti sveglio, ich wecke dich. Da machen wir jetzt mal eine schöne... Da komme ich doch jetzt wieder in meine Elemente. Bellissimo esercizio, um eure Synapsen zu verknoten, dai. Das ist cool. Allora, mi sveglio, svegliarsi, ja, ist ja reflexiv. Ja, machen wir mal ganz schnell. Mi sveglio, okay? Amore, ciao, come va? Hm? Mi sveglio. Und bei ti sagt ihr dann? Ti svegli. Ah, das muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz sagen. Auch wenn das ab und zu redundant ist, doppelt gemoppelt, finde ich immer, hält besser. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass hier Leute dabei sind, die noch nicht ganz so weit sind, aber das sich trotzdem trauen. Und auf der anderen Seite auch Leute, die schon viel Vorkenntnisse haben, aber gewisse Dinge gern nochmal erklärt bekämen. Von mir, weil ich das anders erkläre. Deswegen in dem Sinn, wenn ihr svegliarsi habt, alzarsi, inginocchiarsi, also lange Reflex, arrabbiarsi, abituarsi, vergognarsi, dann ist es immer molto difficile, das dann in die richtigen Formen zu bringen. Also mi sveglio geht vielleicht gerade noch, weil ja, aber dann die Wir-Form. Was heißt, wir wachen auf, also ci, ja. Und jetzt gebe ich euch nochmal den Tipp, ihr müsst aus diesem svegliarsi ein normales Verb machen. Das ist molto importante. Das normale Verb ist svegliare. Also ich sage euch eins, wie gioco di ruolo. Gioco di ruolo serio. Ok. Ok, io sono un professore normale, ok? Questi sono i verbi riflessivi e tu hai il pronome riflessivo che poi devi usare a seconda della forma dell'indicativo presente, hai capito? Quindi se tu parli nella prima persona singolare indicativo, devi prendere il pronome riflessivo della prima persona singolare, hai capito? Come? Come? Ma tu puoi rispiegare questa merda? Ma che cazzo hai detto? Ma tu stai insegnando l'italiano o stai parlando il cinese? O questa era la nuova ricetta di uno dei tuoi piatti famosi? Ah? Come cazzo? Scusate. Ok. Allora, se voi avete un verbo riflessivo, sì? Sì, esatto, volevo dire, un verbo riflessivo ha un pronome riflessivo che poi si attacca nell'infinito, però poi quando la forma del verbo viene coniugata devi staccare il pronome riflessivo, mettere davanti al verbo, ma solo nel caso che non si tratti di un infinito. Mamma mia, ma che palle, mamma mia, ah, incredibile. Wow, breakdance. Ok. Ah, ti spiego subito, Sabine. Ok, allora. Spostati, how mal up here, spostati. Allora, vi spiego io. Se voi avete un verbo riflessivo, per voi non è riflessivo questo verbo. Non è riflessivo, non esistono i verbi riflessivi. Un altro verbo bam! Oh, no, camfrenata, bam! E tutti morti i verbi. No, dai, no, no. Schiaccio. Sammanici, dai, no, passa. Pronome da vec, via. Ho fatto piazza pulita. Ah, das ist wieder ein Spruch aus meinen Mafia-Filmen. Momento. Ho fatto piazza pulita. Ich habe tabula rasa sauber in Platz gemacht. Non ci sono più i verbi riflessivi. Allora, voi i verbi riflessivi, mi raccomando,
non sono riflessivi, quindi svegliarsi è svegliare. Und jetzt macht mal svegliare in die Ich-Form. Sveglio, ecco, die Du-Form. Wer hat gesagt svegliari? Wenn sveglio, das muss immer kurz sein. Wenn ihr die Ich-Form schon habt, habt ihr eigentlich schon die Du-Form? Sveglio, svegli. Und die SIS-Form? Sveglia. Dann die Wir-Form? Svegliamo. Und die Ihr-Form? Seht ihr? Wenn ihr mal svegliarsi, svegliarsi, wie sollt ihr denn auf die Ihr-Form kommen? Aber svegliare, er mit T austauschen. Svegliate und Mehrzahl. Denkt an die Ich-Form mit einem No dran. Svegliano, also nicht svegliano, svegliare, scusate, mi svegliano, svegliano. Però questi sono i dettagli che non mi... Manchmal schäme ich mich für dich, Babbo. Perché ti vergogni? Vedi, amore, avresti potuto scriverlo in italiano, così avresti potuto usare un verbo riflessivo, amore. Perché l'hai scritto in tedesco? Eh? Lo scrivo io in italiano per te? Dai. Mi vergogno. Per te. Anzi, ich schäme mich. Eh? Anche questo è un verbo riflessivo. Amore, hai fatto la spesa? Scrivimi, hai fatto la spesa? Hai trovato la mozzarella di bufala, i pomodorini freschi, quelli buoni, saporiti, non quelli di Olanda? Cos'altro hai comprato? Hai comprato i salumi, gli affettati? Dimmi, dimmi, scrivimi, la frutta, che frutta hai comprato? Eh? Dai ragazzi, ganz kurz, weil mein Sohn liebt es, wenn ich Dialekt mit ihm spreche, eh? Dann sage ich ihm noch zwei, drei Dinge. Oh, che frutta hai cattato tu? Sei io da la spesa, eh? Mo, è quando da venire qua, che io ti aspetto. Eh? Non veni più tardi dei due, hai capito? Ok, ti è piaciuto questo dialetto, amore? Ok, adesso basta, amore, tu fai i tuoi doveri, eh? Fai i tuoi doveri perché io devo insegnare. Ok, allora, avete capito? Svegliare, sveglio, svegli, sveglia, svegliamo, svegliate, svegliano, ecco. Und jetzt gebe ich euch ein Wort, mische ich hier. Eh? Zum Beispiel alzarsi. Jetzt wisst ihr, ein C. Ah, Jürgen, scusa, 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 scusa. Scusa, grazie Jürgen. Das ist perfekt, das habe ich auch schon mal erwähnt. Wenn ich dann mich verliere, bitte mir nochmal die Frage schreiben, weil dann sehe ich es wieder. Okay, also Jürgen, man kann nicht alle Verben wie mangiare, einfach auch mangiarsi, reflexiv verwenden. Okay? Das nicht. Bei welchen Verben es möglich ist, ist jetzt wirklich schwierig zu sagen, aber ich gebe dir jetzt mal eins, du brauchst es nicht verwenden, aber wenn du bersi, also bere und mangiare reflexiv verwendest, ja, also mangiarsi und bersi, ja? Also nennt mal bersi, ist, sag mal, wie sagt ihr denn, ich trinke, aber als reflexiv? Wie sagt ihr das? Ich trinke aber als reflexiv. Ciao Gerlinde, stacco la spina. Bravissima. Il taglio? Il taglio, com'è venuto il taglio? Dimmi, spiegate, dammi un feedback, voglio vedere. Mi bevo. Und mi bevo heißt nicht, ich trinke mich, ja? Bin ja kein Dracula mit Selbstmasturbationsgedanken. No, mi bevo. Heißt, ich trinke auf cooles Italienisch. Questo italiano figo. Eh? Mi mangio, mi bevo. Frag mal, was trinkst du? Mit reflexiv. Questo è bello. Cosa? Cosa ti bevi? Bella questa, dai. Cosa ti bevi? Questo italiano, cosa ti mangi? Ah, ci mangiamo qualcosa di buono? Certo, se mi ascolti, che vuoi fare mangiare qualcosa di schifoso? Ok. Risposati. Scusate, Natalie,
Questa è una bella papera. La papera è Stefan Sprecher. Also Natalie hat riposati, riposarsi. Riposarsi heißt sich ausruhen. Und Natalie wollte einer Freundin sagen, sie soll sich ausruhen. Riposati hat aber ein risposati daraus gemacht, weil sposarsi ist auch heiraten, ja, sich heiraten. Ja? Sie soll sich nochmal, sie soll nochmal heiraten. Bella questa, mi fai ridere, questa mi ha fatto ridere. Questa, Natalie, questa è una battuta, ma questa è una battuta quasi, cioè hai fatto una battuta involontariamente, ti è scappato così la battuta. Ci credo che avete riso un sacco, e ci credo. Va bene, allora, adesso facciamo questo esercizio, ok? Alzarsi und ci alziamo. Sabine, ich sag dir gleich deine Antwort beantwortet. Alzarsi, seht ihr, sie ist mit zwei, also sie sind dann für mehrere Leute, das ist dann loro. Si alzano. Alzarsi? Ti alzi. Ja? Nochmal, il verbo, nicht auf diesen Typen hören, mit seinem pronomi riflessivi indicativo che cazzi è. Eh? Ah, übrigens, che cazzo, eh? Habt ihr schon öfters gehört? Ist, was ist das für ein Scheiß? Und ich sag, hab jetzt gestern, ist mir das aufgefallen, jetzt auch gerade, ich sage immer, che cazzi è. Das ist Dialekt oder Süditalienische. Che cazzi è. È bella questa. Che cazzi è? Ti alzi. Allora, nochmal alzarsi, müsst ihr alzare. Eh? Eh? Mi alzo, ti alzi. Si alza. Vi alzate. Mi alzo. Ok. Allora, di chi era la domanda? Quindi, genau, Jürgen, ist das bei allen Verben möglich? Per finire, also nimm mangiare und bere als reflexiv. Das ist schon mal cool und das werden wir aber nachher machen. Fare, farsi, ist reflexiv sehr, sehr produktiv, hat dann auch eine andere Bedeutung. Das zeige ich euch dann jetzt gleich. Okay, va bene. Okay, allora, questo è praticamente i verbi riflessivi in presente che voi dovreste già conoscere, più o meno, però adesso nel passato. Nel passato, come si usa? Con il verbo essere. Eh? Also man sagt eben nicht ich habe mich daran gewöhnt, sondern ich bin mich daran gewöhnt, perché è un verbo riflessivo. Ma prima di cominciare con questo esercizio, Sabine, a te ti spiego, warum sagt man mi mangio und nicht sto mangiando? Allora, Sabine, mi mangio ist so wie mangio. Das ist nicht, ich esse. Ja? Das ist nicht, ich esse gerade in diesem Moment. Weil du weißt, der sto mangiando ist jetzt gerade in diesem Moment, was du jetzt noch machst. Oder vielleicht bist du schon fertig. Ich weiß nicht, ob es so schnell ist wie ich. Ja? Du lernst auf jeden Fall schneller als ich. Perché sei veramente una studentessa molto, molto brava, molto in gamba. Quindi sto mangiando kannst du sagen und mi mangio. Aber sto mangiando heißt eben ich esse jetzt gerade und mi mangio ist Slang um zu sagen mangio. Hai capito? Mi sono spiegato, habe ich mich erklärt. Ich soll nicht so schauen, sonst verdiente der Appetit. Okay, scusa. Va bene. Okay, va bene. Allora, jetzt habt ihr, wenn das reflexiv ist, dann ist es ja für euch sono, sei, è, siamo, siete, sono. Ihr müsst nur essere konjugieren, ja, durchformen. E questo lo sapete. Also das frage ich jetzt gar nicht ab. Das sollte schon jetzt sitzen. Das heißt, wenn ihr ein Reflexivverb habt, alzarsi, dann müsst ihr in der Vergangenheit sagen, ich bin aufgestanden, erstmal mit dem mi beginnen. Und dann natürlich die richtige Form von dem essere. Mi ist, gehört zu ich. Mi sono. Genau, mi sono. Und da? Ti sei. Und da?
Sie, also eins ist für er, sie, es. Sie, ä. Und das zieht er schön zusammen. Sie, ä, sie, ä, sie, ä, sie, ä, sie, ä. Sie, ci, siamo. Das nochmal. Sie, sie, sie. Vi siete. Mi sono. Ah, nicht sie, 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 sondern seht ihr, das ist ja Mehrzahl. Si sono. Ah, von sich, si sono. Mi sono. Si sono. Vi siete. Ci siamo. Si sono. Mi sono. Das ist eins, ja genau. So. Si è. Si è. Hoppala. Si sono. Ecco, si è, si sono. Va bene. Also, das ist jetzt, wenn ihr ein Reflexivverb in der Vergangenheit, passato prossimo, müsst ihr mal sagen, mi sono, ti sei, si è, si, ci siamo, vi siete, si sono, so, sono. Könnt ihr das wiederholen? Immer beides bei, gleichzeitig, mi, mi, mi sono, ti, ti, ti sei, si, si. Und schön zusammenziehen, si è, ci, ci, ci siamo, vi, vi. Vi siete? Sì, sì. Mehrzahl? Si sono. Okay. So, ihr könnt jetzt alle lesen. Und jetzt werde ich euch die Form geben und denkt wirklich nur an die hier. Mi, ti, si, ci, vi, si. Fängt das allererste. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie sagt ihr, er hat sich nicht erinnert? Dann möchte ich als allererstes, bitte denkt nicht auf Deutsch, weil ihr seid jetzt schon so weit, okay? Ihr müsst nicht jetzt, di niente Sabine, è stato un piacere. Ihr müsst jetzt nicht alles auf Deutsch denken, okay? Er hat sich nicht erinnert. Die Vergangenheit von ricordare wisst ihr, ricordato, ihr wisst das Wort non, fokussiert. Das ist dieses von diesen Kärtchen. Welches Personalpronomen? Er hat sich nicht erinnert. Sie, sie. Non, und dann mit sie wisst ihr, sie, sie, sie. Ja? Mi sono, ti sei, sie, ci siamo, vi siete, si sono. Jetzt habe ich es noch einmal zum letzten Mal wiederholt und jetzt non si è ricordato. Ja? Er hat sich nicht erinnert. Non si è ricordato. Perfetto. Und könnt ihr euch erinnern? Ich habe euch ja gestern gesagt, wenn ihr passato prossimo mit, habe ich das überhaupt gesagt? Aber das solltet ihr wissen. Doch. Kannst du die sehen? Seht ihr das? Genau. Sono andato und sono andata. Das heißt, ein Mann sagt sono andato und eine Frau sagt sono andata. Und da hier auch das Essere ist, dann müsst ihr auch immer. Non si è ricordato heißt, er hat sich nicht erinnert. Non si è ricordata heißt, sie hat sich nicht erinnert. Okay? So, und jetzt machen wir ganz, ganz schnell. Io in tedesco, voi in italiano. Wir haben uns hingesetzt. Wir, wir, wir. Was ist da? Welches? Ah, ci, ci, ci. Und mit ci, ci siamo. Und das nackt wieder sedere, ci siamo seduti. Ci siamo seduti. Ich habe mich dran gewöhnt. Ist es daran, müsst ihr gar nicht übersetzen. Mi sono abituato. Wo hat es sich befunden? Dove si è trovato? Ja? Il ristorante. Aber wenn jetzt zum Beispiel la farmacia. Dove si è trovata? Sie ist aufgewacht. Sie ist aufgewacht, er, sie, es, also sie, sie und dann zusammenziehen. Si è svegliata. Si è svegliata. Si. Non
Non si è ricordato. Okay. Auch hier, Dani. Sehr, sehr gut. Ich weiß, das Gehirn ist dann so glücklich, na, non si è, dass es dann das Ricordare nur noch im Infinitiv wiedergibt. Ja? Das wäre jetzt dann nochmal ein kleiner, wie sage ich, ein kleiner Schweißperle mehr noch für dich, ja, der Einsatz, weil du kannst ja die Vergangenheitsform. Das ist jetzt eine Übungssache, aber machen wir das mal. Der Dami, Dani und Gleichgesinnten zuliebe, ihr müsst hier immer die Vergangenheitsform verwenden. Also, was ist von sentirsi? Sentito, fatto, alzato, seduto. Was war hier nochmal? Sentito, fatto, alzato, seduto. Hier ist die Vergangenheitsform. Mangiato, ricordato, svegliato, trovato. Was war hier? Sentito. Hier? Mangiato, ricordato, svegliato, trovato, seduto. Fatto, abituato, abituato. Und hier ist das einzige rendersi conto. Die Vergangenheitsform von rendere ist reso. Ja, super, Michele. So, seht ihr? Reso. Genau, und rendersi conto ist etwas bemerken. Und wie sagt ihr das? Hast du das nicht bemerkt? Hast du das nicht bemerkt? Nicht. Non, 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 non. Dann hast du, das ist ja die von diesen grauen Karten. Titi, non ti sei reso conto. Non ti sei reso conto. Perfetto, non ti sei reso conto. Er hat gegessen ein Teller Spaghetti. Mach das reflexiv. Si è mangiato un piatto di spaghetti. Wo hast du dich hingesetzt? Dove ti sei seduto? Und farsi ist sich tun, also sich wehtun, farsi male. Ja? Farsi male, also sagt er, ich habe mir wehgetan. Mi sono fatto. To male, aber ihr Frauen sagt, non ti sei reso, non, ah Karin, du bist super, diesen Fehler liebe ich, siehst du, du hast jetzt, entweder vielleicht hast du es übersehen, aber das ist wichtig bei solchen Konstruktionen, bitte nichts Neues hinzudichten, also kein Artikel dann auf einmal, wenn ihr im Infinitiv, im Wörterbuch, rendersi conto, das war die Übung von vorhin, non toccare più, nichts anderes anlangen. Questa roba di Sandro Rocca, si guarda, e non si tocca. Nur anschauen, nicht anlangen. Also rendersi conto, aber der Rest wäre super. Non ti sei reso conto, super. Du hast nicht bemerkt. So, farsi male ist sich wehtun. Farsi vecchio, zum Beispiel, ist alt werden. Schau, ich habe euch ja vorhin gesagt, farsi. Okay, Jürgen, ci vediamo domani. Okay, wie sagt ihr dann? Oh, du bist alt geworden. Ja, machen wir mal eins von diesen schönen Komplimenten-Situationen. Oh, du bist alt geworden. Ihr könnt auch sagen, früher hast du jünger ausgesehen. Ti sei fatto male, vecchio. Ne? Ti sei fatto vecchio. Und wie sagt ihr? Oh, die ist alt geworden. Si è fatto vecchio, eh? Oh, vecchia, scusa, weil das ist die Frau, si è fatta vecchia. Eh? Ich habe mich nicht gut gefühlt. Denkt an, Mann, immer das Wichtigste ist diese Karten. Non mi sono. Ti sei fatto grasso. Genau, ti sei fatto, Susanne, ja? Kein tu, in diesen Wörtern. Nochmal, diese Wörter. Diese mi, tu, si, ci. Heißt nicht ich, du, er, sie, es. Das sagen wir ja nicht im Italienischen. Das ist schon in der Endung drin, von siamo, sono. Ja? Dieses okay. Also, farsi, seht ihr, das ist etwas werden. Farsi grasso, dick werden. Ti sei fatto grasso, mi sono fatto male. Ich habe mir wehgetan. Ja? Va bene? Er hat es nicht bemerkt. Non mi sono, Dani, die Vergangenheitsform von sentire. Sentito. Und da du eine Frau bist, sentita.
Nochmal, ganz schnell die Vergangenheitsform. Ihr müsst hier die Vergangenheitsform nehmen. Ja? Ihr müsst es auflösen, so wie ihr das macht, sentire. Das, ihr müsst schon das nackte Wort dahinter, Verb dahinter sehen, das ist schon wichtig. Aber dann natürlich, ah, no, mi sono sentito bene, weil ihr sprecht in der Vergangenheit. Ja? Ja, no, mi sento bene, Mist. Ma non c'è problema, Dani. È bellissimo questo errore. Diese Fehler sind wichtig per il progresso, für den Fortschritt. Eh? Weil jetzt habe ich es dir erklärt, vor Millionen Leuten, ja, die Situation wirst du nie mehr wieder vergessen. Manchmal muss man über Brutalität lernen. No, sto scherzando, Dani. No, questo è un classico errore, den kenne ich, den machen 80% aller Leute. Aber ich sage euch auch warum, weil mindestens 80% aller Leute sind eben davor schon mit dem Schulsystem, mit diesem Lernsystem konfrontiert worden und die haben dann nämlich erstmal Reflexivpronomen, Indikativ und bla 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 gehört. Ja, deswegen würde ich sagen, so ein Mist, die Typen da, questi, ja? Okay. So ein Mist, dass sich die Schule nicht verpisst. Ok, sentito, fatto, alzato, seduto, mangiato, ricordato, svegliato, trovato, abituato und bei rendersi reso. Also, wie gesagt, er hat es nicht bemerkt. Immer diese non si è reso conto. Non si è reso conto und sie hat es nicht gemerkt. Non si è resa conto. Und jetzt machen wir die allerletzte Übung. Ich sage mi sento. Das ist ja ich fühle mich. Und ihr sagt es in der Vergangenheit. Und da ist ein mi sono. Jetzt müsst ihr, seht ihr, wenn ich sage mi sento, dann sagt ihr mi sono. Könnt ihr euch noch erinnern an das Spiel von vorhin? Das ist jetzt, deswegen ist das jetzt wichtig. Mi sono. Nach ti kommt ti sei. Nach si kommt si è. Ci. Ci siamo. Vi. Vi siete. Si. In Mehrzahl si sono. Ah? Okay. Ihr müsst also meinen Gegenwart jetzt in die Vergangenheit umwandeln. Mi sento, mi sono sentito. Ja? Ti fai ist ja ein ti sei fatto. Ti sei fatto. Ja? Mi alzo. Mi sono alzato. Si siede. Si è seduto. Si mangia. Si è mangiato o si è mangiata. Mi ricordo. Mi sono ricordato. Mi sento. Mi sono sentito. Ti fai. Ti sei fatto. Ti alzi. Ti sei alzato. Ti ricordi. Ti sei ricordato. Mi sveglio. Mi sono svegliato. Si trova. Si è trovato. Mi sveglio. Mi abituo, mi sono abituato, also ich habe mich daran gewöhnt, mi rendo conto, mi sono reso conto. Okay, jetzt dürft ihr zum Abschluss mich ganz, ganz schnell fragen. Wie hast du dich gestern gefühlt? Come ti sei sentito ieri? Hast du dir gestern wehgetan? Ti sei fatto male ieri? Wann bist du heute aufgestanden? Wow, Sabine, adesso vuoi nuotare? Allora, fai il tuffo per me, buon divertimento! E attenzione ai pesci! Ok, quando ti sei alzato oggi, warum hast du dich nicht hingesetzt? Perché non ti sei seduto ieri? Ihr sagt immer seduto, weil ich ein Mann bin, ja? Was hast du gestern Abend gegessen? Cosa? Ti sei mangiato ieri? Hast du dich erinnert? Ti sei ricordato? Bist du vor 7 Uhr aufgewacht? Ti sei svegliato prima delle 7. Wo hast du dich gestern um 11.33 Uhr befunden? Dove ti sei trovato ieri alle 11.33? Hast du dich gewöhnt
Die Präpositionen gewöhnen an. Habituarsi a. Hast du dich an die Kälte gewöhnt? Ti sei abituato a nuotare. Hast du es bemerkt? Ti sei reso conto. Okay. So, eine Frage. Life, live the moment, bravo. Rieccoti, adesso mi ricordo di te. Was ist der Unterschied zwischen io ho mangiato und mi sono mangiato? Non c'è nessuna differenza. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Der einzige ist, oh, mi sono mangiato. Siete, ho mangiato un pesce. Und bei mi sono ist mehr Emotion. Oh, mi sono mangiato un pesce, la fine del mondo. Oh, era un pesce, mamma mia. Hai capito? Quindi mi sono mangiato è che è un più emozione, eh? Allora, quando tu mangi qualcosa di schifoso, wenn du was beschissenes, was ekliges estes, dann sagst du, ho mangiato, eh? Aber quando qualcosa, hai capito? Mi sono mangiato, eh? Cosa ti sei mangiato ieri? Dimmi, cosa ti sei mangiato? O da basta doch lieber nur ho mangiato. Hai già risposto alla mia domanda. Weiß ich gar nicht. Hast du eine Andrea, che domanda? Digli a tuo figlio che sei veramente divertente per noi studenti. Ma anche, vedi Andrea, anche mio figlio si ride poi, si diverte. Sì, vedi, lui ha fatto la spesa, mio figlio, quindi... Nein, this is... no, live the moment. Das ist nicht umgangssprachlich. Das kann man in Texten verwenden. Ich weiß ja nicht, was du, wenn du jetzt irgendwie ein hochphilosophisches Buch schreiben willst oder so, aber es ist kein Slang. Mi sono mangiato ist auch hier nochmal sowas, wenn ich euch das gebe. Das ist Italienisch. Und zwar, ihr kennt die Situation, ich habe das jetzt erst neulich wieder gehabt, dass Kunden von mir, die auch relativ gut Italienisch sprechen, stinkt denen dann immer, eigentlich können sie nur, weil sie kurz stocken oder so, dann spricht dann der Kellner auf Englisch oder Deutsch weiter. Und das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr sowas, wenn ihr in ein Restaurant reingeht und dem Kellner sagt, ah, mi voglio mangiare un bel pesce, un buon pesce della regione, del lago. Ja, wenn ihr das so, dann wird der Kellner schon mal mit geringerer Wahrscheinlichkeit auf Deutsch oder Englisch switchen. Also das sind für mich eure Tipps, wirklich für euch, die kommen von Herzen, um euch zu helfen, dass der Kellner eben mit euch dann Italienisch spricht, okay? Questo è anche per me un importante, perfetto, ein Licht ist aufgegangen. Okay, Helga, ein Licht ist aufgegangen, perfetto, okay? Allora, mi sono mangiato, ho mangiato, è la stessa cosa, però questi verbi riflessivi, also ich hoffe, die Übung hat euch gefallen, hat die euch jetzt ein Wisst ihr, das ist, ihr kennt mich. Für mich ist echt auch wichtig, dass ihr sagt, ja, ich bin jetzt mit diesem Thema vertrauter. Ich habe einen Schritt, ho fatto un passo, ho fatto un piccolo progresso. Also schreibt mir, wer damit immer noch Probleme hat oder der sagt, trotz dieser Übung, ich verstehe immer nur noch Bahnhof, ja, dann schreibt mir, weil auch das liebe ich. Dann werde ich mir irgendwas anderes einfallen lassen, bis ich auch den letzten mitgenommen habe. Questo è la mia missione. Ok, che ora è? Le 12:41, ok, le 12:41. Cos'altro? Stiamo arrivando un po' verso la fine di questo stream per livello intermedio. Qualcosina farò ancora. Cosa fare? Datemi un minuto o datemi due minuti, ok? E nel frattempo forse vi viene in mente un'altra domanda, sì? E io mi organizzo perché vorrei aggiungere qualcosina. Ja, Chat für Anfänger, beginnen wir, cominciamo all'una, also sag mal, faccio una pausa, ich mache eine Pause zwischen 1 und 10 nach 1 ungefähr und um 10 nach 1 beginnen wir dann für die Anfänger. Heute habe ich ein bisschen mehr Mittelstufe gemacht
Grazie, era bio. Okay. Ok, Dani, ciao. Okay. Va bene, cosa volevo dire? Ich habe gestern ein bisschen länger für Anfänger gemacht, deswegen heute ein bisschen mehr für Mittelstufe, quindi all'una e dieci. Ci vediamo per lo stream per principianti. Se avete delle domande, altrimenti datemi due minuti, mi organizzo un po', dann machen wir noch eine schöne Übung für euch, Mittelstufe, fortgeschritten. Grazie professor, per l'ispirazione. Ok, vediamo. Susanne, ich muss mich auf den Hosenboden setzen und mehr lernen. Okay, auch hier sage ich, lernen ja, aber bitte lernt natürlich. Das heißt, schaut euch was an, macht es ohne Lernstress, ohne Pauken. Ihr dürft alle eins nicht vergessen, ihr seid nicht im Land. Ihr seid nicht von Tag bis Nacht, früh bis spät damit konfrontiert. Das heißt also, es wird automatisch länger dauern. Gewisse Dinge werden sich nicht sofort einzementieren. Also ihr werdet immer wieder mal Dinge nicht sofort parat haben, vergessen. Also ich sage, nehmt Italienisch als eure Begleitung, hört Musik, schaut auf YouTube. Also ihr könnt mir auch schreiben. Ich habe das schon mal einer Kundin zum Beispiel empfohlen. La Pimpa. La Pimpa ist Zeichentrick, dauert immer zwischen 5 und 10 Minuten. Finde ich super, weil da geht es letztendlich um einen Hund, der hat eine Ente als Freundin und der Hund muss der Ente erklären, was eine Seife ist, wie man fliegen kann, was Schwimmen ist, ja, und so weiter. Also muss ein bisschen die Welt erklären, was die Jahreszeiten sind und so weiter. Also das ist sehr, sehr cool. Das für dich, Susanne. Ok, Cristina, tu hai resistito. Anche Dani, mamma mia, siete forti. Ihr seid echt hart im Nehmen. Du bist stolz, dass du einigermaßen gut mitbekommen. Sì, Irene, anch'io sono orgoglioso. Auch alle, die jetzt halt irgendwie niedriges Level haben, das freut mich wirklich, dass ihr da so ungezwungen reingeht. Das ist schon mal bellissimo. Sally, ti devo ancora rispondere. Ich musste auch auf deine Mail noch antworten, aber es ist alles im grünen Bereich bei dir. Tutto. Tutto bene. Ciao Elga, devi fare la spesa, ok? Sono curioso quello che cosa comprerai, cosa cucinerai e segue una donazione. Oh, grazie, sei molto gentile. Che bello, ok. Genau. Das ist zum Abschluss, weil das Helga gesagt hat. Jetzt in diesem Wochenende, weil ich ein bisschen länger bin, da muss ich den Jungs auch was zahlen, dürft ihr mir natürlich auch ein bisschen was spenden. Es ist echt kein Zwang und wenn ihr mir nichts spendet, freue ich mich genauso, wenn ihr da seid, okay? Also es ist wirklich kein Zwang. Ich weiß nur, gewisse Leute haben das Bedürfnis und ihr helft mir natürlich dadurch auch. Aber was wollte ich noch sagen? Und dann muss ich sagen, das sage ich jetzt noch dieses Wochenende und dann die nächsten Livestreams auch wieder nicht, so wie ich es gemacht habe, weil
Die Wette ist aufgegangen. Ich habe gesagt, ich biete euch diese Livestreams ohne Werbung an, komplett, auch im Nachhinein. Wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, hier wird nie Werbung laufen, okay? Per voi. Weil ihr mich so unterstützt, ja? Also insofern, una mano lava l'altro, eine Hand wäscht die andere. Okay. Non devo, come si dice? Devo la donazione. Okay, Karin, deine Frage mit la donazione. Wahrscheinlich willst du sagen, voglio fare una donazione. Penso. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich gemerkt. Okay. Grazie a tutti, aber jetzt reicht's wieder mit Donazione. Wir konzentrieren uns, perché siamo qui per studiare. Das ist in erster Linie, weshalb wir da sind. Ich habe euch gesagt, ich baue ja auf meinen Streams auf. Ich hatte jetzt neulich vor 10 Tagen oder sowas einen Stream mit diesen unregelmäßigen Pluralformen. Okay. Machen wir nochmal ganz kurz. Was ist der Plural von Luovo? Le uova von il ginocchio. Doch, man nimmt immer was mit. Le ginocchia, il paio. Le paia und l'uomo, das ist ein bisschen anders. L'uomo, gli uomini, die Männer. L'uomo, gli uomini. Okay, va bene. Das haben wir gemacht. Jetzt mit dem Plural, unregelmäßig, oder sagen wir mal, ein komischer Plural ist mi piace. Mi piace ist ja, ich mag, mir schmeckt. Aber wenn ihr Spaghetti von Spaghetti redet, das sind es mehrere. Ja, dann könnt ihr nicht sagen mi piace Spaghetti, sondern mi piacciono gli Spaghetti. Also, mi piace oder mi piacciono. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sache sehe, ja, mi piace. Mi piace il pane. Ja? Mi piace il pane, mi piace il gelato. Okay, wenn ich jetzt aber zwei Dinge sehe, mehrere Dinge sehe, ja, dann mi piacciono. Okay, va bene. Was ist denn die, wie sagt ihr denn, es hat mir geschmeckt, es hat mir gefallen. Mi è piaciuto. Also nicht es hat mir gefallen, sondern es ist mir gefallen. Und in der Mehrzahl? Also ihr könnt ja auch sagen, mi è piaciuto il piatto, mir hat das Gericht geschmeckt. Aber mir haben die Spaghetti geschmeckt. E mi sono piaciuti. Okay, das ist jetzt ein bisschen tricky. Aber wir sind ja hier auch mi è piaciuto. Ho stato sbagliato. No, mi è piaciuto ist perfetto. Mi è piaciuto. Es hat mir geschmeckt, es hat mir gefallen. Und im Mehrzahl, die haben mir geschmeckt, mi sono piaciuti. Also aus mi piace in der Gegenwart wird mi è piaciuto. Mi piace, mi è piaciuto. Aus mi piacciono, mi sono piaciuti. Und jetzt wiederholt, ihr könnt auch ruhig mal aufstehen. Ja, empfehle ich auch, nicht immer so sitzen, ja. Und jetzt mach mal, mi piace, mi piace, mi piacciono. Einzahl, Einzahl und mir schmecken. Mi piace, mi piace, mi piacciono. Und jetzt ist dasselbe in der Vergangenheit. Mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi sono piaciuti. Mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi sono piaciuti. Geht ein bisschen klar, ihr seid visuelle Lerntypen, aber hört euch, mi è piaciuto. Ja, che fare come, ma mi piace. Okay, Angelika, jetzt beginnt gleich ein bisschen die Anfängerlevel. Oggi ho parlato molto, sì. Okay, mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi sono piaciuti. Aber mi piace, die Mehrzahl? Mi piacciono, nochmal, mi piace... Mi piacciono, mi è piaciuto, mi sono piaciuti, okay. So, jetzt machen wir das so. Wenn ich hier bin, dann ist das Gegenwart. Wenn ich aber zurückgehe,
ist das Vergangene. Hier, zurück. Okay. So, ich sage le fragole. Le fragole. Dann wisst ihr, das ist Mehrzahl und in der Gegenwart, dann sagt ihr mi piacciono le fragole. La macchina. Mi piace la macchina. Le fragole. Mi sono piaciute le fragole. Also, ihr sagt jetzt mi sono piaciuti, ja? Wenn ihr ganz korrekt sagt, mi sono piaciute, aber das machen wir dann morgen. Übrigens, morgen in meinem Livestream geht es dann nochmal um passato prossimo, die Mehrzahl. Hier diese Reflexivverben in den anderen Formen, in Sätzen, ja, c'è tanto. Okay, allora, mi sono piaciuti, ja? Okay, allora, wiederholt nochmal, mi piace, mi piacciono. Das ist hier, Gegenwart. Mi è piaciuto, mi sono piaciuti. Okay, bene. La vacanza. Mi è piaciuto la vacanza. Ja? Mi è piaciuta la vacanza, weil das gleicht sich an den Urlaub. Also wenn ihr wollt, könnt ihr schon mal, aber mir ist nur wichtig, dass ihr es fokussiert. Mi piace oder mi è piaciuto, mi piacciono, mi sono piaciuti. Okay? Okay. Gli spaghetti. Mi sono piaciuti gli spaghetti. Gli spaghetti. Mi piacciono gli spaghetti. Ok, perfetto. Questa donna. Mi piace questa donna. Also nicht nur mir schmeckt, sondern auch mir gefällt. Mi... Il ristorante. Mi è piaciuto il ristorante. Il party. Mi è piaciuto il party. La spiaggia. Mi piace la spiaggia. La spiaggia. Mi è piaciuta la spiaggia. Le fragole. Mi piacciono le fragole. Gli zucchini. Mi piacciono gli zucchini. Le lasagne. Mi sono piaciute le lasagne. Ecco. Vi è piaciuto? Vi è piaciuto questo esercizio? Weil ich weiß, das mit dem Piacere, einmal in der Mehrzahl und in der Vergangenheit auch noch, ist immer wieder auch noch so eine kleine Lücke. Ich hoffe, die haben wir jetzt ein bisschen geschlossen. Mi è piaciuto, könnt ihr auch sagen. Ja, hat mir gefallen. Mi è piaciuto. Cazzo. No, io sono scioccato, sono un po' spaventato perché piove, piove, piove forte, forte, forte. Mamma mia, incredibile. Allora, mi è piaciuto, ti è piaciuto, sono piaciuti. Ok, zum Abschluss von diesem Stream. So wie wir angefangen haben, die Entschuldigungen. È stata una sfida, vabbè, voi amate le sfide, ich kenne euch doch mittlerweile, ihr liebt die Herausforderungen. Okay, jetzt wiederholt nochmal. Inconveniente, disagio, ingorgo, un casino, trattenuto. Jetzt, die adesso devo accendere, so, das mache ich dann nachher an das Licht. Jetzt, das muss ich noch kurz durchhalten. Okay, allora, c'è stato un inconveniente. Ho avuto un disagio. Also, was sagt ihr, mir ist was Unvorhergesehenes dazwischen gekommen. C'è stato un inconveniente. Ich habe eine Unannehmlichkeit gehabt. Ho avuto un disagio. Es, mir ist etwas dazwischen gekommen. C'è stato un inconveniente. Mi è stato dazwischen gekommen. C'è stato un inconveniente. Ich habe gehabt eine Unannehmlichkeit. Was Unannehmliches. Ho avuto un disagio. Ich habe eine Unannehmlichkeit gehabt. Ho avuto un disagio. Ich bin in dem Stau stecken geblieben. Sono capitato in un ingorgo. Sono capitato in un ingorgo. Oh no, ma ich bin in dem Stau stecken geblieben. Sono capitato in un ingorgo. Ah, oh, mir ist was Unvorhergesehenes. Denk an venire, passiert. C'è stato un inconveniente. Ich habe gehabt eine Unannehmlichkeit. Ho avuto un disagio. Ich bin in einem Stau stecken geblieben. Sono capitato in un
in gorgo. Successo un casino! Mann, das ist echt eine scheiße passiert. Qualcuno mi ha trattenuto. Also, oh, das ist echt ein Scheiß passiert. Was ist successo? Un casino! Das ist echt ein Scheiß passiert, nochmal. È successo un casino! Jemand hat mich fest aufgehalten. Qualcuno mi ha trattenuto. Jemand hat mich aufgehalten? Qualcuno mi ha trattenuto. Ah, das ist echt ein Scheiß passiert. Ah. È successo un casino! Jemand hat mich aufgehalten. Qualcuno mi ha trattenato. Letzte Runde, ich sage euch jetzt diese Sätze. Betrunken, okay? Ihr dürft die richtig sprechen. Was war das? C'è stato un inconveniente. Das nächste. È successo un casino. Ma è successo un casino. È successo un casino. Sono capitato in un ingorgo. Das nächste? Qualcuno mi ha trattenuto. Und das letzte? Ho avuto un disagio. Ok. Natalie, conosci bene il stato di ebbrezza. Ebbrezza ist ein schönes technisches Wort für Trunkenheit, ja? ti piacciono. Allora, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was erraten können. Ich bin nicht so geübt im Betrunkensein. Ja, ihr wisst, ich schauspieler gerne. Das ist eher daran gelegen, perché non mi piace questo stato di ebbrezza. Cioè, mi piace bere il vino, anche la grappa, fino ad un certo punto. Ich vertrage aber auch viel. Questo è il mio vantaggio, perché mangio molto, dai. Ok, allora, qua si vede il mio DNA tedesco, perché sono puntualissimo. È l'una. Ragazzi e ragazze, studentesse e studenti, curiose e curiosi. Vi auguro un bellissimo pomeriggio, chi mi lascia adesso, altrimenti continuiamo con il mio stream per un livello più inferiore, das war das Gegenteil von superiore, hatte ich vergessen. E, fra 10 minuti farò una pausa, quindi è stato un grande piacere per me. A che ora hat mir jemand geschrieben? Domani si comincia di nuovo alle 11 fino alle 3, domani comincio poi alle 11 con i principianti. E ci vediamo domani, quindi sì, non mi viene altro, mehr fällt mir nicht ein. Un po' di cioccolata, sì Dani, mangiala, perché te la sei meritata, das hast du dir verdient. Allora domani continueremo, wir werden weitermachen mit diesen Reflexivverben, auch die Angleichung, sono andati, sono andate. Ich hoffe, euch hat dieser Stream auch wieder gefallen. Adesso faccio una pausa. All'1:10 continuiamo. Um 13:10 beginnen wir. Dann habe ich doch schon einen Zettel von gestern.
Dann seht ihr das. A dopo e ciao, grazie mille per la vostra partecipazione. Vielen Dank für eure Teilnahme.
Ecco, sono tornato. Oh, 3 minuti di ritardo! Muss ich ja gleich das aus meinem Mittelstufe-Stream. C'è stato un inconveniente. Was unvorhergesehen ist, dazwischen gekommen. Oh, ihr schreibt doch die ganze. Okay, allora vediamo. Ok, Andrea, ci vediamo domani. Chi è in vacanza quest'anno? Anch'io, anch'io. Calabria, bellissimo. Il vulcano Stromboli, caspita. Ma certo, Dani, che riuscirai a parlare. Bello come comunicate tra di voi. Mi fa molto piacere. Ecco, adesso cominciamo con la sessione per i miei principianti. Ok? Vediamo tutta la roba che mi serve qua. Ok. Come state? Chi è nuovo? Chi è, si è radunato qua poco tempo fa? Wer hat sich jetzt hier erst vor kurzem dazu geschalten? Oder sind alle noch von vorhin dabei? Also auch die jetzt von vorhin dabei sind, das ist jetzt wieder für ein niedriges Level. Fortgeschritten ist vorbei. Das heißt, ich werde ein bisschen mehr Deutsch sprechen. Ma anche in italiano, certo. So, das allererste, was ich sagen muss, ist mit dem Kochen. Also pranzo italiano, kochen. Mi dispiace, non è possibile. Ich werde das auf jeden Fall, das ist halt jetzt aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Ich werde das auf jeden Fall machen. Dann verstärkt wirklich vielleicht mal so ein Wochenendstream von Lezioni di Italiano und auf jeden Fall kochen. Das werde ich dann so organisieren, dass ich es dann auch sicher ankündigen kann. Ma oggi non posso cucinare, domani neanche, quindi faremo solo italiano. Okay, so, als allererstes, se c'è qualche domanda, wenn ihr ein paar Fragen habt, per principianti, also jetzt nicht über den Konjunktiv Imperfekt mich jetzt was fragen, das darf ich jetzt dann gar nicht beantworten. Sarebbe troppa informazione per i miei studenti principianti. Io direi continuiamo con un po' o riattacchiamo wir stecken nochmal an con i pronomi interrogativi mit den Fragewörtern. Ah, falls ihr euch erinnern könnt, pronomi interrogativi. Ah, ich habe natürlich noch mal eins vergessen. Classico. Eh? Tutto dimentico. Vielleicht fällt euch das auf. Wie lange habe ich vergessen? Hm? Eins habe ich gestern noch vergessen. Cosa? Für was? Okay. Cosa? Und wie lange ist... Quanto tempo? Wie lange? Quanto tempo? Oder per quanto tempo? Für wie lange? Das habe ich noch vergessen. Quanto tempo? Okay. Jetzt machen wir mal ein kurzes Brainstorming. Okay. Ping-pong. Ah, Christina, da gibt es einen schönen, ho appena finito con il pranzo. Okay, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, in italiano come si dice, è stato solo rimandato. Ich weiß gar nicht, ob es das ein Sprichwort gibt. Wir sagen schon, no, rimandiamo, wir verschieben. Devo pensarci su, Christina, ich muss da mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht fällt mir was ein, mal schauen. Ok, allora
I pronomi interrogativi, diese Fragewörter, machen wir jetzt ein bisschen Ping-Pong. Ich sage euch mal eins. Chi? Was fällt dir ein? Na, und dann mache ich jetzt mal 4-5 und dann du 4-5. Chi? Con chi? Quanto? Quanto tempo? Dove? Da dove? Cosa? Welche 5 fallen dir ein? Können auch welche von mir jetzt wieder sein. Einfach nochmal hervorholen. Ma vielleicht noch perché, perché non, come, wie, ja, quanto, quanti, quanto tempo. Haben wir noch eins, was wir vergessen haben? Dove, da dove, da quando. Okay. Con chi, mit wem. Also die Fragewörter sind soweit alles, ja, sind intus. Tue ich das jetzt mal weg. Denn, jetzt habe ich euch ja gestern erklärt, ihr habt zum Fragewort come oder dove und dann dove vai. Wohin gehst du? Dove vai. Und so könnt ihr im Anfängerbereich einfach beginnen, ganz einfache Fragen zu stellen. Ihr müsst nicht so kompliziertes machen. Das haben wir jetzt gestern schon gemacht. Wir haben gestern auch dann ein bisschen dove va, also zwischen duzen und siezen, haben wir schon geübt. Und wir haben auch so Sätze, die sind dann schon ein bisschen länger, aber geht alles in die Richtung, nicht wohin gehst du, sondern wohin willst du gehen. Dove vuoi andare? Dove vuoi andare? So. Also, dove vai? Dove va? Sitzend, duzend. Dove vuoi andare? Wohin willst du gehen? Dove vuole andare, wohin wollen Sie gehen? Das habt ihr jetzt so ein bisschen geübt gestern. Duzen, siezen, kurze Fragen. Wir haben jetzt noch keine Zeitangaben und nichts, ja? Das wollte ich jetzt heute mal ein bisschen machen mit euch. Schauen wir mal. Machen wir mal ein paar Zeitangaben. Was ist denn das Gegenteil von mai? Mai heißt niemals. Das Gegenteil ist sempre, immer. Was ist das Gegenteil von tardi? Tardi ist spät. Und presto, presto. Was ist das Gegenteil von ogni tanto, manchmal? No, wo habe ich es denn? Ogni tanto, manchmal? Spesso, oft. Eh? Ogni tanto und spesso, oft und manchmal. Was ist das Gegenteil von prima, zuerst? Poi. Oder dopo, also zuerst und dann. Zuerst möchte ich das als Vorspeise, dann möchte ich das als Vorspeise. Wir wiederholen das gleich, ja? Das überspringen wir mal, das brauchen wir jetzt nicht. Ah, sehr gut, Claudia. Allora, prima. Prima ist ein Wort, das heißt zuerst. Also du gehst ins Restaurant rein und sagst prima un primo. Das wäre dann zuerst einen ersten Gang. Also primo, der erste, aber prima, ganz nackt, so als zuerst in der zeitlichen Folge, aufeinander, weißt schon, ja, prima. Und das Gegenteil ist dann eben, oder das Pärchen dazu ist dann dopo, weil du ja sagst, zuerst mache ich das, dann mache ich das. Hai capito? Und genau, jetzt machen wir das nochmal. Ja, da kommen wir jetzt in die Rubrik. Vielleicht habt ihr da jetzt auch schon gewartet. Diese Füllwörter. Ja, jetzt habe ich euch ja die ersten Streams für Anfänger mit kleinen Sätze bilden, Konjugation. Habe ich auch schon 2-3 Mal erwähnt. Die Füllwörter sind jetzt nicht so wichtig. Aber jetzt kommen wir langsam an den Punkt. Ja, wenn du jetzt mit der Konjugation ein bisschen vertraut bist, so kleine Sätze bilden kannst wie dove vuoi andare, cosa vuoi mangiare oder cosa mangi. Ja. Dann kannst du jetzt dann auch langsam mal so später, was willst du später essen und so weiter und so fort. Okay. Va bene. Okay.
Gib mir jetzt noch mal ganz schnell. Ups. Was habe ich jetzt hier gemacht? Okay, gib mir jetzt ganz schnell das Gegenteil. Mai. Sempre. Tardi. Presto. Mai. Sempre. Tardi. Presto. Ogni tanto. Spesso. Eh? Manchmal und oft. Poi oder dopo. Prima. Ogni tanto. Und das Gegenteil? Spesso. Poi oder dopo. Und das Gegenteil? Prima. Zuerst. Zuerst und dann. Mische ich nochmal durch. Okay. Was ist das Gegenteil von sempre? Mai. Was ist das Gegenteil von poi und dopo? Prima. Was ist das Gegenteil von spesso? Ogni tanto. Was ist das Gegenteil von prima? Dopo oder poi. Was ist das Gegenteil von ogni tanto? Spesso. Was ist das Gegenteil von presto? Früh. Tardi. Was ist das Gegenteil von tardi? Presto. Was ist das Gegenteil von mai? Immer. Sempre. Niemals und immer. Okay. Und Ben, jetzt gehen wir nochmal zu den Fragewörtern hier durch. Und das dann. Oh. Achso, die waren auch hier. So, ich denn, was mache ich denn? Cosa faccio? Vai. Ecco. Ok. So, könnt ihr euch noch erinnern? Das ist ja perché non vieni. Eh? Perché non vieni. Und jetzt könnt ihr sagen, warum kommst du niemals? Perché non vieni mai. Eh? Und jetzt mein Tipp, diese Fragewörter, die hängt ihr einfach hinten dran. Perché non vieni mai? Eh? Perché non vieni mai? Warum kommst du niemals? Eh? Was war das nochmal? Quando vai? Quando vai? Kann man natürlich keine Zeitangabe machen. Quando vai? Und jetzt, wir haben ja zu einer Person gehen. Könnt ihr euch erinnern? Quando vai? Zum Beispiel, gehen wir zum Arzt. Quando vai? Dal dottore. Quando vai dal dottore? Und was heißt morgen? Ups. Domani. Also, quando vai dal dottore domani? Perché non vieni mai? Warum kommst du niemals? Wann gehst du morgen zum Arzt? Eh? Was war hier? Perché mangi tanto? Eh? Könnt ihr euch erinnern, warum isst du so viel? Warum isst du so viel? Manchmal, was heißt manchmal? Perché mangi tanto? Ogni tanto. Einfach dranhängen. Ja? Warum isst du manchmal so viel? Perché mangi tanto ogni tanto? Das war, quando vai dal dottore domani. Und das war's, perché non vieni mai? Warum kommst du niemals? So, quanto paghi? Ja? Quanto paghi? Wie viel zahlst du? Was machen wir denn da? Ja, genau. Was da, wie viel zahlst du zuerst? Quanto paghi prima? Wie viel zahlst du zuerst? Prima. Quanto paghi
prima. Und das können wir jetzt natürlich. Cosa nehmen wir hier mal? Was isst du nachher? Cosa mangi dopo? Was machst du nachher? Cosa fai dopo? Was kaufst du nachher? Cosa compri dopo? Einfach, seht ihr? Nochmal summa summarum. Das ist wichtig. Also einmal machen wir nochmal das Ping-Pong mit den Fragewörtern. Ja? Für euch die Fragewörter. Ich meine, irgendwann mal seid ihr an dem Punkt, wo du dann sagen musst zu dir auch selber, sorry, wenn ich das jetzt auch so direkt sage, okay, so, jetzt, let's face it, wie die Engländer sagen, jetzt konfrontieren wir uns mal damit. Also Fragewörter, die muss ich jetzt können. Die muss ich jetzt einfach, nein, die kann ich. Nicht muss, muss ich brauchen, nein, die kann ich. Ja? Also ihr müsst euch auch schon mal selber zu euch sagen, Moment, das sind 10 Wörter, perché, come, chi, die brauche ich häufig, das sind nicht so abstrakte Wörter, ja, wie Ladegerät vorhin, wo ich sage, das brauche ich nicht. Also da solltet ihr schon mal mit diesem, einmal mit dem, wie soll ich das sagen, mit dieser Anfordernis an euch selbst drangehen, aber auch mit der Überzeugung, mit dem Wissen, dass ihr das schafft, und auch einfach sagen, okay, das sind ja jetzt keine 1000 Wörter, die du, ja, perché. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, ist, ja, schon, aber ich verwechsel die immer. Auch hier sage ich, fixiere doch, fixiere. Sag, perché ist warum. Garantiere, kann fast garantieren, warum verwechselst du die so? Weil du wahrscheinlich noch nicht mal einfach mal aufstehen. Warum? Perché? Warum oder nicht warum? Perché und non perché? Warum? Oder ihr sagt, dove, dove, dove. Ja, das ist ja wirklich, ah, dove, wo, wo, dove, und da dove, woher, da dove, und warum, perché, und non perché, ja, und das, cosa, 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 was, ja. Also ich sage euch eins, bevor du ein halbes Jahr lang immer wieder diese Vokabeln, diese Kärtchen und immer wieder das durcheinander bringst in deinem stillen Kämmerchen, also mach das einmal 10 Minuten, ja, kannst du auch in deinem stillen Kämmerchen bleiben, damit dich niemand sieht und sagt, cosa, cosa, ha? Was willst du? Oh, perché? Oder nicht perché? Warum oder nicht warum? Ah, cosa, cosa? Dove, dove, dove? Ha, chi, chi, chi? Wen? Wer, wer? Chi, 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 chi? Seht ihr? Meine kleine Empfehlung an euch. Weil ich meine, wenn ihr Sätze bilden würdet als Anfänger, könnt ihr nicht jedes Wort neu suchen, weil das, dann kommt fuori esce una bella, bel minestrone, eben nicht. Da kommt nichts raus, keine Minestrone. Nicht mal aglio olio. Mamma mia. Okay, allora. Dann gehen wir nochmal. Oh, man, das ist hier, okay. Allora, perché non vieni mai? Quando vai dal dottore domani? Quanto paghi prima, wie viel zahlst du zuerst, perché mangi tanto ogni tanto, perché mangi tanto ogni tanto, va bene, und das ist auch immer, cosa mangi dopo, cosa fai dopo, könnt ihr euch erinnern, wo bist du, dove sei, was machen wir denn, dove sei, machen wir vielleicht ein anderes. Momento. Ich habe noch mehrere hier. Dove sei? Più tardi. Wo bist du später? Wir hatten tardi und presto, spät und früh und più tardi. Was ist das Gegenteil von più tardi? È logico! Also mir wäre es gleich eingefallen. Euch nicht? Na gut, dann zeige ich euch die Lösung. Also ich hätte jetzt die Karten nicht gebraucht, ja? Adesso. Ja, jetzt und später. Allora, wo bist du später? Dann machen wir 2 Karten. Dove sei più tardi? Wo bist du jetzt? Dove sei adesso? Okay, va bene. Gut, da dove vieni, woher kommst du? Brauchen wir jetzt vielleicht keine. Aber da, quando sei sposato, chi? Chi ami? Wen liebst du? Ah? Sag mal, wen liebst du immer? Chi ami? Sempre. Chi ami sempre? Wen liebst du immer? Chi ami sempre? Con chi
Con chi telefoni? Oder con chi telefoni? Mit wem telefonierst du oder con chi parli? Con chi dormi? Mit wem schläfst du? No, io vado con chi parli, no? Mit wem sprichst du oft? Con chi parli? Spesso. Con chi parli spesso? Eh? Chi ami sempre, con chi parli spesso? Va bene, ok. Facciamo mal. Vedete, da habt ihr jetzt doch schon mal, könnte diese verlängern. Also, jetzt hat noch mal. Jetzt wiederholt mal ganz schnell für mich. Ich spreche euch vor, es ist jetzt eine wichtige Übung. Ich spreche euch vor und ihr sprecht mir nach. Das ist molto importante. Lasst mich erst aussprechen, damit ihr das nochmal richtig hört. Perché non vieni mai? Quando vai dal dottore domani? Quanto paghi prima? Perché vai? Perché mangi tanto ogni tanto? Also, hier haben wir domani, hier waren wir mai. Das war prima und das war ogni tanto. Und jetzt versucht er. Also, ich sage jetzt, also nochmal. Mai, domani, ogni tanto, prima. Ich sage euch das Zeitwort und ihr versucht mal die ganze Frage zu stellen. Prima. Sucht das Fragewort, könnt ihr noch spicken. Quanto paghi prima? Quanto paghi prima? Mai. Perché non vieni mai? Ogni tanto. Perché mangi tanto? Ogni tanto. Warum isst du so viel manchmal? Eh? Und prima? Quanto paghi prima? Domani. Quando vai dal dottore domani? Und auch hier, wenn ihr auf Deutsch habt ihr, wann gehst du morgen zum Arzt? Ja, oder wann musst du morgen zum Arzt gehen? Das ist noch extra un secondo. Acci, accidenti. Okay, wann gehst du morgen zum Arzt? Va bene. Okay, das wollte ich sagen. Quando vai dal dottore domani? Auch hier, wenn du sagst, vai, dann sag erstmal wohin. Vai dal dottore. Ja, die Satzstellung ist euch ja schon aufgefallen, ist ein bisschen anders als im Deutschen. Das Deutsche ist da ein bisschen unlogischer. Ja, also ich muss morgen zum Arzt mit meinem Hund gehen, dass dieses Gehen da hinten drin ist und nicht zum Muss gleich, gibt es in keiner anderen Sprache. Tranne il tedesco. Ciao Sonja. Buongiorno. Allora, jetzt habt ihr. Diese vier, das machen wir weiter. Das war ja cosa mangi dopo, cosa fai dopo, cosa compri dopo. Eh? Dann, dove sei? Dove sei haben wir zwei. Wo bist du jetzt? Wo bist du später? Dove sei adesso? E dove sei più tardi? Also hier seht ihr das Fragewort, dann das Verb in die Du-Form. Ja, und dann die Zeitangabe. Und wenn zwischen Zeitangabe was anderes, zum Beispiel dal dottore, dann ist halt die Zeitangabe ganz am Schluss. Okay. Wen liebst du oft? Immer? Chi ami sempre? Con chi parli spesso? Mit wem sprichst du oft? Ja? Con chi parli spesso? Haben wir noch irgendwie, irgendwas habe ich doch nur mit più tardi, no? Ah, hab ich schon verwendet. Scusate. Okay. Allora, jetzt habt ihr mai, das war hier. Spesso war hier. Mit wem sprichst du oft? Sempre war hier. Più tardi oder adesso war hier. Più tardi. Ogni tanto. No, domani war hier. Wann gehst du zum Arzt? Hier ist ogni tanto und hier ist prima. Okay? So, ich gebe euch das Füllwort, also diese Zeitangabe, und ihr versucht die passende Frage zu finden. Spesso. Spesso heißt oft. Con chi parli spesso. Sempre. Chi ami sempre. Spesso. Con chi parli spesso. Dopo. Da haben wir drei Fragen. Was machst du nachher? Was isst du nachher? Was kaufst du nachher?
Cosa fai dopo? Cosa mangi dopo? Cosa compri dopo? Domani. Quando vai dal dottore domani? Also nochmal, seht ihr, man, jetzt werden die, wenn du dich erinnern kannst an den Livestream gestern, ja, da hast du ja das Fragewort, perché vai? Oder dove vai? Ja, quando vai? Jetzt wird es aber ein bisschen, jetzt musst du noch was dazusetzen. Und jetzt versuch dich an eins von gestern zu erinnern. Sagst du, wie soll ich mich erinnern, wenn ich gestern nicht da war? Allora, jetzt hätte ich was anderes gesagt. Okay. Immer diese Selbstablenkung. L'autodistrazione. Also, wenn du dich erinnern kannst, bei so Fragen, wenn du mit jemandem dialogierst, ja, dialogierst, dialogare, mamma mia, dann ist es ja immer, dass du in der Du-Form. Und da ist dein Fokus immer, gehst du, weil das ist das Wichtigste in der Frage. Ja, du willst ja wissen, was isst du morgen abends? Was machst du morgen abends? Ja, machst du, isst du, gehst du, willst du, kannst du, musst du. Das Fragewort haben wir jetzt vorhin schon geklärt, das ist einfach da, das ist einfach da drin, da musst du nicht mehr überlegen. Und dann sagst du, ah, quando vai? Dal dottore domani. Ja? Okay, das nur noch mal kurz so zur Wiederholung. Und jetzt machen wir eine Runde schneller. Adesso oder più tardi? Da war zwei. Adesso oder più tardi? Dove sei adesso? Dove sei più tardi? Prima. Quanto paghi prima? Domani. Quando vai dal dottore domani? Ogni tanto. Perché mangi tanto ogni tanto? Spesso. Con chi parli spesso? Mit wem sprichst du oft? Sempre. Chi ami sempre? Mai. Niemals. Perché non vieni mai? Das könnte ein Lied sein. Perché non vieni mai? Schauen wir mal, ob ich ein spontanes Lied statt einem Rollenspiel. Könnte ich doch mal ein spontanes Lied kreieren. Perché non vieni mai? Tu? Okay, aspetta. Das war spontan, jetzt hat es nochmal zwei abgelenkt. Perché piove ancora. Okay. Perché non vieni mai? Mi piace il cuore che tu hai. Forse il mio amore tu lo sai. E perché tu vai? Ok, vabbè, uguale, hat sich ein bisschen was gereimt, vabbè. Ich bin zu allem fähig, sono capace di tutto, in senso positivo e negativo. Vabbè, è così la vita. Ok, dopo, da waren drei Fragen. Cosa fai dopo? Cosa mangi dopo? Cosa compri dopo? Ok, meine erste Frage. Auch hier. Und ist bei euch, wie ist das, das Gefühl? Das wird es ein bisschen logischer als jetzt für die Anfänger, ja? Also für die Fortgeschrittenen, okay, da seid ihr schon drüber, aber gefällt, also es vereinfacht euch das, diesen Gedanken. Ich meine, am Anfang sage ich auch immer, für Anfänger ist schon auch mentale Arbeit dabei. Also man muss schon auch mental sich gewisse Dinge bewusst werden. Gewisser Dinge bewusst werden, ja. Also, grazie Irene, grazie per il Feedback. Jetzt würde ich nur noch eins draufsetzen. Wir haben ja gestern gehabt, dove vai oder quando vai, genau, quando vai, wann gehst du? Und dann hatten wir aber auch diesen selben Satz ja noch länger, ein bisschen länger machen können, wann musst du gehen? Quando devi andare. Logisch, aber veloce. Judith, ich weiß, auch da, ich weiß, ich bin schnell. Ich mache das aus einem Grund. Alles andere, langsam und Grammatik, Einsetzung, Bücher, gibt's alle anderen Leute dafür. Das Gehirn, beziehungsweise euer Ziel ist es ja so schnell, irgendwann mal das parat zu haben. Deswegen, ich weiß, ich bin fies ab und zu, aber auch hier kann ich nur nochmal empfehlen, das dann nochmal anzuschauen und so oft diese Passage, diesen einen Teil anzuschauen, bis ihr dann schneller als ich seid. Das ist doch auch immer ein schönes Ziel, oder? Wie sagt man denn ein Ziel?
das Objektiv. Obiettivo mit Artikel l'obiettivo. Un bel obiettivo, no? Okay. So, jetzt könnt ihr diese Fragen stellen mit wem musst du oft sprechen? Ja? Wo musst du später sein? Also, was heißt denn Devi? Super, du musst, Michele. Grazie, Judith, per il Feedback. Also, du musst, heißt, oder musst du als Frage auf Devi. Jetzt schaut euch doch mal die Fragen an. Schaut euch mal. Jetzt gebe ich euch mal eine Minute, weil wir dann eine Übung machen. Jetzt prägt euch noch mal ein auf Deutsch. Auf Deutsch. Was waren das genau für Fragen? Und das ist jetzt auch noch mal wichtig, das sage ich auch oft, ihr müsst euch auch einfach bewusst werden, auf Deutsch, was sagt ihr da eigentlich? Ja? Sonst geht nichts raus. Das ist, wen liebst du? Mit wem sprichst du? Was isst du? Was machst du? Was kaufst du? Wo bist du? Warum isst du so viel? Wie viel zahlst du? Wann gehst du? Warum kommst du nicht? Ja? Und das können wir auch überspringen. Ja? Also wir haben ja so ein paar, wo wir jetzt die nicht. Also, jetzt gebe ich euch nochmal eine Minute. Checkt es nochmal, wie diese Fragen auf Deutsch auch wirklich, was ihr da fragen sollt, und dann kommt dann die Übung. Okay, Devi, so, habt jetzt diese Fragen, okay? Weil jetzt wird's was. Also, ich sage euch jetzt einmal die Fragen, so, die Fragen, perché non vieni mai? Perché non vieni mai? Okay, und jetzt ist die Übung die. Perché non vieni mai? Wie ist dieses Verb, vieni, in der Grundform? Perché non vieni mai, der Grund vom venire. Und jetzt hast du das, der erste Schritt, venire. Und dann sagst du jetzt den ganzen selben Satz, aber nicht, warum kommst du niemals, sondern warum musst du niemals kommen? Weil ich schon oft genug gekommen bin. Ah, Michele, dein Lasche perdere. Ich glaube, das Wort kommen nehme ich einfach nicht mehr in meinen Videos. Che cazzo di parola. Allora, perché non vieni mai? Warum musst du niemals kommen? Perché non devi venire mai. Ja, das ist jetzt die Übung. Die nächste Frage ist, quando vai dal dottore domani, was ist die Grundform in diesem, von dem Verb, von dem Dings? Dings sind die Grundform. Okay, perché non vai, quando vai dal dottore domani. Was ist die Grundform? Andare. Und jetzt den ganzen Satz. Warum musst du morgen zum Arzt gehen? Wann musst du morgen zum Arzt gehen? Quando devi andare dal dottore domani. Ja, und mit einem was hat er Wimbledon gewonnen? Ja. Vielleicht sollte ich jetzt schon zum Arzt gehen. Sagt er, Michele, devi andare dal dottore adesso.
Ok, allora dai, quando devi andare dal dottore, perché non devi venire mai? Warum musst du niemals kommen? Das nächste ist, perché mangi tanto? Perché mangi tanto? Was ist die Grundform? Mangiare. Und jetzt, warum musst du so viel essen? Ogni tanto. Sorry, das habe ich vergessen. Perché mangi tanto ogni tanto? Perché devi mangiare tanto ogni tanto? Yes. Perché devi mangiare tanto ogni mi sto. Mi sfogo. Es ist gerade wieder einer dieser Momente, wo ich mi sfogo, wo ich einfach den Dampf rauslassen muss und ich weiß gar nicht, was ich jetzt nehmen muss. Okay, vielleicht unterrichte ich weiter, das ist besser. Mi sfogo, ecco, va bene. Allora, cosa fai? Cosa mangi? Cosa compri dopo? Cosa fai dopo? Cosa mangi dopo? Cosa compri dopo? Und jetzt, was musst du nachher essen? Cosa devi mangiare dopo? Was musst du nachher kaufen? Cosa devi comprare dopo? Was musst du nachher machen? Cosa devi fare dopo? Ecco, va bene, ci siete, siete dabei. Va bene. Chi ami sempre? Chi ami sempre? Wen liebst du immer? Und jetzt, was ist die Grundform von ami? Amare, amare. Chi devi amare sempre? Devo sempre amare mio figlio. Ich muss immer meinen Sohn. Chi devi amare sempre? Con chi parli spesso? Mit wem sprichst du oft? Con chi parli spesso? Der Schritt ist immer zuerst die Grundform. Was ist die Grundform von dem Verb da drinnen? Parlare. Con chi devi parlare spesso? Con chi devi parlare spesso? Fammi nochmal. Dove sei? Dove sei? Was ist die Grundform? Dove sei? Jetzt wird's spannend. Die Grundform ist doch essere. Ja, dann sag, wo musst du später sein? Na, dove sei adesso? Dove sei più tardi? Dove sei adesso? Dove sei più tardi? Und jetzt, wo musst du später sein? Ja, trau dich, die Grundform ist essere. Dove devi essere più tardi? Wo musst du jetzt sein? Dove devi essere adesso? Ecco, perfetto. Fammela noch eins. Quanto paghi prima? Quanto paghi prima? Andrea, wir machen das jetzt gleich nochmal. Das ist jetzt nur die erste Runde, Andrea. Bleib hier. Die erste Runde ist immer, und dann werden wir im Ping-Pong, ja, das vertiefen. Ce la fai, Andrea. Am Ende kannst du die. Okay. Quanto paghi prima? Was ist die Grundform von pagare? Also, wie viel musst du zuerst zahlen? Quanto devi pagare prima? Quanto devi pagare prima? Perfetto. Ok. Hat euch die Übung gefallen? Seht ihr? Du hast, also letztendlich, so ist Sprache lernen. Ja, in dem Fall jetzt Italienisch, aber du fängst an. Chi, con chi, perché, dove, cosa, quando, quanto tempo, eccetera, eccetera. Ja? Und dann hast du so eine Frage. Ich meine, mit Fragewörtern bist du nicht in der Ich-Form. Ja? Wer bin ich? Das wäre dann meine Übung von vorhin. Ey, Kisha, da. Michele. Okay. Di sagen? Genau. Perché ora quando tu sti fragewörter, dann die Du-Form einfach. Come, dove vai? Cosa fai? Cosa mangi? Cosa prendi? Cosa compri? Ja? Dann kannst du noch dopo, prima, ogni tanto. Ja? Und dann hast du eigentlich so einen Satz schon, eine Frage. Super, mit der Zeitangabe. Cosa fai stasera? Und jetzt, wenn du das noch länger machen willst, wenn du dem einfach so eine Farbe geben willst. Was willst du nachher machen? Was kannst du nachher machen? Dann weißt du, cosa fai stasera. Die Grundform von fare. Und dann devi, puoi oder vuoi. Was willst du? Was kannst du? Was musst du machen? Vuoi, puoi, devi. Das sind die Du-Form bei Fragen. Musst du, kannst du, willst du. Okay? Dann dürft ihr einmal nochmal zuhören. Perché non vieni mai? Perché
perché non devi venire mai. Quando vai dal dottore domani, quando devi andare dal dottore domani, perché mangi tanto, perché devi mangiare tanto, perché mangi tanto ogni tanto, perché devi mangiare tanto ogni tanto. Cosa compri dopo? Cosa mangi dopo? Cosa fai dopo? Cosa devi fare dopo? Cosa devi mangiare dopo? Cosa devi comprare dopo? Chi ami spesso? No, chi ami sempre? Chi ami sempre? Chi ami sempre? Con chi parli spesso? Chi ami sempre? Con chi parli spesso? Chi devi amare sempre? Chi devi amare sempre? Con chi devi parlare spesso? Con chi devi parlare spesso? Dove sei più tardi? Dove sei più tardi? Dove vuoi? No, dove devi? Dove devi essere più tardi? Dove devi essere più tardi? Dove sei adesso? Dove sei adesso? Dove devi essere adesso? Dove devi essere adesso? Quanto paghi prima? Quanto paghi prima? Quanto devi pagare prima? Also, ich jetzt auf Deutsch und auf Italienisch. Und wenn ich sage, warum musst du niemals kommen? Dann ist nach dem Perché ein devi. Aber warum kommst du niemals? Dann ist nach dem Perché vieni. Also perché non vieni. Das heißt, wenn ihr jetzt kein müssen hört, was kaufst du nachher? Und ich zeige euch jetzt, als Hilfe gebe ich euch die Karten, die Zeitangaben, die zeige ich euch. Ja? Also wenn ich sage, was kaufst du nachher, dann weißt du, ist ja kein müssen drin. Also cosa compri, dann weißt du, nach dem cosa muss das Verb, mi devo fare bello un po', questo riccio, scusa, ma questo riccio mi dà fastidio, das stört mich, diese Locke, che cazzo è questo? Grazie a mio figlio, dank meines Sohnes konnte ich gestern doch nicht zum Friseur gehen, incredibile. Judith, come ti pare? So ein schöner Spruch, wie du Lust drauf hast. Du kannst sagen, a volte, qualche volta, qualche volta, das ist wichtig, nicht qualche volte, oder ogni tanto. Das ist für manchmal, talvolta gibt es auch noch, also für manchmal, das ist wie im Deutschen, hin und wieder, ab und zu, manchmal, ogni tanto geht eher in die Richtung ab und zu, hin und wieder. Okay, also. Nochmal ganz ruhig, wenn du eine ganz kurze Frage stellst, was isst du? Das Fragewort ist für dich Intus. Da musst du gar nicht mehr Energie verschwenden, das ist wichtig. Wenn das nicht sein sollte, dann sing mal 10 Minuten die Fragewörter, wie ich es vorhin vorgemacht habe. Ja, mit Gestik und wirklich reinversetzen. So, dann hast du das Fragewort, für das du eigentlich keine Energie verschwenden musst. Dann ist das Wichtigste, was isst du, was kaufst du, wohin gehst du? Also dieses Tunwort in der Du-Form. Wi-Fi, Mangi, Prendi, Sei, was wir jetzt hier haben. Und dann kannst du eigentlich Cosa Mangi und dann die Zeitangabe. Cosa Mangi dopo, Cosa Mangi adesso. Das war's. Das ist das Prinzip. Und dasselbe Prinzip geht mit denselben Sätzen, Fragen, dass du halt einfach nicht cosa mangi dopo, cosa devi mangiare dopo. Ja? Aber der Energieaufwand, um dieses mangi zu finden und devi mangiare, das solltest du jetzt nochmal einmal anhalten, das ist derselbe. Weil letztendlich, was isst du nachher? Du musst essen wissen, mangiare oder mangi. Was musst du nachher essen? Du musst Mangiare finden, aber das bleibt in der Grundform. Und du musst, devi, was auch, sagen wir mal, du musst, du kannst, sollte auch wie bei den Fragewörtern eins dieser Wörter, wo du sagst, okay, da, wenn das jetzt noch nicht so sitzt, dann hocke ich mich in mein Kämmerchen oder gehe in den Garten auf den Baum. Ja, auch auf den Baum kann man das machen. Das ist auch super. Und brüll mal einfach, ja. Puoi, kannst du? Vuoi, willst du?
Und dann Devi, du musst ins Krankenhaus. Al Malincomio, ins Irrenhaus. Also, aber letztendlich, auch wenn der Satz dann am Ende, quando vai dal dottore, no, quando devi andare dal dottore domani, seht ihr, das wäre dann, quando devi andare dal dottore domani. Das ist ja einer dieser Sätze, wo man sagt, ah, scheiße, wenn der den so schnell sagt, kriege ich den nicht. Ich selber würde auch so sagen wollen, gerne. Oh, und dann, wenn einem der Lehrer die Lösung gibt, dove, no, quando devi andare dal dottore domani, ist für dich alles logisch. Ja, und das will ich jetzt ein bisschen beheben, diese Problematik. Also, ich sage also, okay, ich zeige dir ein, das stinks, und das war ja mit, wo bist du, falls ihr euch erinnern könnt. Und jetzt zeige ich dir dieses Zeitwort, ja. Ich gehe das mal nochmal ganz kurz auf Deutsch durch. Das war, wo bist du jetzt? Mit wem sprichst du oft? Warum isst du so viel manchmal? Wo bist du später? Wen liebst du immer? Wie viel zahlst du zuerst? Was machst du? Was isst du? Was kaufst du nachher? Warum kommst du niemals? Seht ihr? Das sind ja die Fragen. Und jetzt zeige ich dir das Fragewort. Du versuchst, ich denke mal, das sollte schon einigermaßen passen, dich an die Frage zu erinnern. Und ich sage aber jetzt halt, müssen, können, wollen. Oder nicht. Das heißt, du siehst jetzt, wenn ich jetzt still bin, sagst du, quanto paghi prima? Das war ja die Frage. Also wer jetzt gestern auch schon geguckt hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das jetzt, dass ihr wisst, welche Fragen wir da jetzt geübt haben. Spero, ne? Quanto paghi prima? Seht ihr, jetzt habe ich euch das gezeigt und habe nichts gesagt. Dann weißt du, ja, du fragst einfach direkt, quanto paghi prima? Aber wenn ich dir das jetzt prima, nicht paima, okay? Wenn ich das jetzt, quanto paghi prima? Wenn ich das jetzt aber mit, wenn ich aber können sag, dann musst du die, wie viel kannst du zuerst zahlen? Quanto puoi pagare prima? Oder ich sage wollen, quanto vuoi pagare prima. Avete capito? Schreibt mir kurz, devo andare a prendere un goccio d'acqua, damit muss ich nochmal kurz Wasser trinken, perché adesso... Ah, facciamo sul serio! Jetzt wird's ernst! Okay, dann machen wir doch die Übung. Ich sehe, ihr seid bereit. Attenzione, weil quando io sono ancora più motivato, das motiviert mich jetzt noch mehr. Saranno guai per voi, dann gibt's Schlamassel für euch. No, saranno poi esercizi, quelli che volete, veramente, die Übungen, die ihr eigentlich wirklich wollt. Okay, Claudia, acqua o vino? Natürlich, Vino, certo. Che domanda. Acqua ho bevuto stamattina. Jetzt check ich es. No, Claudia. Ok, adesso ho bevuto dell'acqua. Ok, un po' d'acqua, perché sto lavorando, però dopo stasera vino, certo. E tu cosa bevi? Vino bianco, vino rosso? Cosa preferisci? Dimmi, scrivimelo. Ok, dann können wir jetzt loslegen. Wollen. Vino rosso, brava. Wollen. Also wer, wo willst du später sein? Dove vuoi essere più tardi? Ah, könnt ihr euch erinnern? Okay. Jetzt habe ich nichts gesagt. Also war das chi ami sempre. Wen liebst du immer?
Wollen. Dove vuoi essere più tardi? Esit. Chi ami sempre? No? Können. Quanto puoi pagare prima? Nichts. Drei Fragen. Cosa fai dopo? Also da müsst ihr dopo verwenden für nachher. Cosa fai dopo? Cosa compri dopo? Cosa cosa fai dopo? Cosa compri dopo? Was haben wir noch? Cosa mangi dopo? Oder was ist du? Ja? Wollen. Cosa vuoi mangiare dopo? Cosa vuoi comprare dopo? Cosa vuoi fare dopo? No? Können. Quanto puoi pagare prima? Noch ein kleiner Tipp. Wenn ich euch das zeige, versucht doch euch zuerst mal an das Fragewort zu erinnern, wie das war. Ja? Ja? Wollen. Chi vuoi amare sempre? Okay. Wollen. Was war das Fragewort? Perché non. Perché non vuoi venire mai? Warum willst du niemals kommen? Ja? Ich habe nichts gesagt, also. Dove sei adesso? Müssen. Dove devi essere adesso? Ich habe nichts gesagt. Dove sei adesso? Müssen. Dove devi essere adesso? Können. Dove puoi essere adesso? Ok, va bene. Müssen. Was war das für spesso? Con chi? Mit wem? Con chi devi parlare spesso? Können. Con chi puoi parlare spesso? Mit wem kannst du oft sprechen? Nee, nicht mit Michele, der labert mich immer zu. Una volta al mese basta. Ok, va bene. Wollen. Perché vuoi mangiare tanto ogni tanto? Perché mangi tanto ogni tanto? Und, vi piace? Vi piace questo esercizio? Volete fare un ultimo round? Volete noch eine Runde? Und zwar ein bisschen schneller. Dai, vi do mezzo minuto. Ich gebe euch eine halbe Minute zum Überlegen. Sì o no? Machen wir eine Umfrage. Deutschlandweit. Vediamo, repräsentativ. Sì. Ah, okay. Vedi? Das ist halt bei Michele, da brauche ich nicht 30.000 Leute fragen. Bei mir ist halt so, jeder einzelne von euch repräsentiert diesen Kanal. Quindi, domando a una persona e risponde per tutti. Vedi? Okay, dann können wir eine Runde schneller machen. Habe ich nichts gesagt? Perché non vuoi venire mai? Also jetzt nochmal, ihr seht das Fragewort, versuch erstmal rauszukrümeln. Si dice tanto quando molto. Beantworte ich gleich, Elke. Okay, jetzt machen wir schnell die Übung. Super concentrato. Also nochmal, ich zeige euch das und versucht, um jetzt die Schnelligkeit anzuziehen. Was war das für ein Fragewort? Perché non? Perché non vieni mai? Okay. Wollen.
chi vuoi amare sempre. Können. Quanto puoi pagare prima? Das ist ohne nichts. Chi ami sempre? Wollen. Quando vuoi pagare e quanto, nicht quando, quanto vuoi pagare prima? Ok. Müssen. Noch drei Fragen. Cosa devi mangiare dopo? Cosa devi fare dopo? Cosa devi comprare dopo? Können. Dove puoi essere più tardi? Wo kannst du später sein? Ohne nichts? Dove sei più tardi? Ohne nichts? Cosa mangi dopo? Cosa, cosa compri dopo? Cosa fai dopo? Ok? Wollen. Perché non vuoi venire? No, no, no. Ci siamo ogni tanto. Perché? No. Scusate. Perché? Was war das jetzt wollen? Oder? Perché vuoi mangiare tanto ogni tanto? Scusate. Eh? Also jetzt nochmal. Wollen? Perché vuoi mangiare tanto ogni tanto? Und jetzt ohne nichts wieder. Perché mangi tanto ogni tanto? Ohne nichts? Con chi parli spesso? Wollen. Dove vuoi essere adesso? Nichts. Con chi parli spesso. Ok. Also, bevor ich jetzt die Antwort von Elke kurz verwende, beantworte, habt ihr gesehen, so kann man doch schon mal Sätze bilden mit Zeitangaben auch noch, ja? Und morgen werden, also ich bin jetzt noch nicht fertig, aber jetzt mal mit dem Thema, morgen werden wir genau mit diesen Fragen noch eins draufsetzen, also mit Ergänzung, mit meinem zum Beispiel, quando vai dal dottore domani, quando devi andare dal dottore domani, wann musst du morgen mit deinem Sohn zum Doktor gehen? Quando devi andare dal dottore con tuo figlio? Solche Sätze machen wir dann mit weiteren Ergänzungen, dass die noch länger werden. Mi piacerebbe, hättet ihr da Lust drauf? Würde das euch gefallen? Avreste voglia? Hättet ihr Lust, noch längere Sätze zu bilden? Penso di sì. Ich bin jetzt mal zuversichtlich. Judith, sì, devo ripetere più tardi. Auch das finde ich einfach immer cool, wie schön ihr wiederholt. Es ist einfach gut, weil dann habe ich eine gute Statistik hier auf meinem Kanal. Nein, scherzi a parte. Also Wiederholungen, wenn ihr lernt, ohne niemals zu wiederholen, dann lernt nicht, okay? Dann bleibt zu Hause. Achso, du bist schon zu Hause. Dann mach was anderes zu Hause, aber nicht lernen. Nein, la ripetizione, also die Wiederholung ist neben dem Nicht-Pauken, einfach dem, ah, mio figlio, un secondo, mio figlio. Scusate.
È venuto mio figlio che mi vuole guardare un po'. Piacere, con non font, con piacere, sì, Monica. Ok, also da werden wir das morgen länger machen. Ok, Sally, non c'è problema se non sei in giornata oggi. Tanto prossimo venerdì starai qua a Monaco per un corso intensivo, quindi goditi questa passeggiata in bosco, in foresta, nel bosco. Ecco, è arrivato mio figlio, quindi sono stato un po' distratto adesso, però possiamo continuare con un prossimo esercizio. Ich habe euch ja ein bisschen mit den Artikeln und il, ja, und den Adjektiven. Jetzt machen wir mal eine ganz schnelle Übung um den... Bravo, amore. Sì, però il tavolo si è mosso da solo. Aha. WLAN? Perché? Se tu ti giri... Sto parlando con mio figlio, così potete ascoltare un po', ok? Lì, l'hai visto? C'è la password? Ci riesci a inserire da solo o hai bisogno di una mano? Ah, hai bisogno di una mano del tuo babbo, come sempre. Cosa? Ma cosa hai combinato oggi? Ihr könnt jetzt mal ein bisschen zuschauen, wie ich mit meinem Sohn spreche. Hai studiato il latino? Ma quanto mai? Ti credo. Ok. Uno si è mangiato i cereali. Ha guardato qualcosa, ma solo 10 minuti, no? Oh, solo mezz'ora. Dai, sarà stato di più. Ok. E poi cos'altro mi racconti? Get chilled. Cosa? Ah, ok. Perché noi stiamo cambiando la camera di mio figlio. Ändern gerade das Zimmer von meinem Sohn, perché lui si è fatto grosso, ist jetzt schon größer geworden. Kein Kinderzimmer mehr. Ok. Scusate la distrazione, però voi mi conoscete quando entra in palio mio figlio. Devo lasciare tutto. Prima lui e poi voi. Mi dispiace. Sei contento? Vedi, mi ha mandato un bacio! Vedi? Ok, va bene. Allora, facciamo una cosa molto veloce. Il plurale, va bene? Il plurale è una cosa singolare, plurale. Also jetzt nochmal. Mit singular, plural. Normalerweise, ich hatte das gestern schon gesagt. Ihr verwendet oft natürlich den Singular, weil ihr ein Brot wollt, noch eine Gabel, noch eine Flasche, ihr braucht ein Hotelzimmer. Quanti anni ha mio figlio? 12 anni. E lui deve fare, e vedete dann quest'anno a novembre farà 13 anni. 13 Jahre alt, vedete? Sì. Però mangia. Vabbè, essen tut er gut, in dem Alter essen die alle viel, aber auch als er 3 Jahre alt war, hat er schon gegessen wie ein 12-Jähriger. E lui mangia tutto. È veramente, è una goduria guardare mio figlio come mangia, perché lui veramente sa mangiare i crostacei, questo, non si tira indietro per niente, zieht sich von nichts zurück, assaggia tutto, probiert alles, è una bella storia, comunque. Sì, 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 ce l'ho, anche se lui ogni tanto mi fa inghezzere, ok, non dico niente. Vabbè. Allora, questo del plurale, singolare, ist eigentlich nicht so wichtig, aber auch hier werdet dann an die Stelle kommen, wo ihr sagt, ach, ich mache das immer falsch und Also normalerweise, wenn ihr was wollt, un caffè, una bottiglia, ist un oder una, ma? Non ci sono problemi. Aber ab und zu sprichst du auch in der Mehrzahl. Ma? Dann kannst du due, che cosa? Und jetzt, wir machen jetzt mal nicht mit den Artikeln, ja, weil normalerweise wollt ihr dann 2 Flaschen, ja, kaufen oder ihr braucht noch 3 Decken, ja, oder 4 Liegestühle.
nicht die Liegestühle, ja, also mit Zahlenangaben. Das heißt, ihr habt jetzt O oder A. Ja. Nehmen wir mal ein blödes Wort, Dado, und nehmen wir ein anderes blödes Wort, Sedia. Sedia kennt ihr vielleicht für Stuhl, Dado ist der Würfel zum Spielen. So. Und da wisst ihr, un dado, una sedia, un dado, una sedia, un, una, radikal. So, und jetzt hat diese Wörter auf dado enden auf i, dadi. Und die Wörter auf a, sedia, enden auf e. Und jetzt kommt, adesso comincia la merda, jetzt beginnt die Scheiße. Ja, weil jetzt hast du da auf o, a, i, e. Was jetzt e, weil es gibt ja auch Wörter cane, die in der Mehreinzahl auf e enden. Ja, und dann wird es so ein Buchstabensalat. Ja, das ist wie diese schöne, gute deutsche Buchstabensuppe, nur mit 4 Buchstaben, aber noch mehr Verwirrung. Ich habe euch gesagt, non solo io, nicht nur ich, noi italiano, italiani siamo capaci di tutto. Wir sind zu allem fähig. Che cosa vuoi da me? Mio figlio dice che io sono pazzo. Non lo so. Ok, per adesso hai fatto le tue battute? Ti sono piaciute? Ja. Sono finite. Allora, questo, das muss ich euch noch erklären. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto heißt, hat es dir geschmeckt? Und bei uns, upsala, in Süditalien, okay, ti è piaciuto? Und dann gibt es dann so einen Spruch in Süditalien vor allen Dingen, hat es dir geschmeckt? Und dann, ja, ist leider aus. Also einfach so, die Frage, ti è piaciuto, wird dann zugestellt, als ob der eine, ja, ja, gibt es noch was noch? Und dann reimt sich das und dann sagt si è finito. Bitte jetzt nicht übernehmen, finito ist die Vergangenheitsform von finire. Nur bei uns im süditalienischen Dialekt sagen wir finuto. Also, der Spruch wäre Amore! Na, jetzt mache ich mal 2 Rollenspiele quando mio figlio era piccolo, piccolo. Okay? Il primo era, da kannte er diesen Spruch noch nicht, jetzt mittlerweile kommt er mit meiner Ironie zurecht, weiß er, wie ich ticke, aber, na prima. Und jetzt, heute war er so a piccolo greco, a mangiare, a è molto buono, voglio di più. E io, il babbo, ti è piaciuto? Sì, 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 voglio di più, il mio figlio. Si è finito. Mamma, si è finito, si è finito. Questa è stata una situazione con mio figlio. Allora lui sì, sì, si è finito. Beh! Ok, l'altra situazione con mio figlio, perché io sono molto ironico, cioè, vi ho già raccontato che noi italiani siamo fatti di questa pasta, wir sind halt aus diesem Holz geschnitzt. Und dann habe ich euch gesagt, wie sagt ihr denn eigentlich auf Italienisch? Er ist ein guter Esser. Denkt an ein Besteck, Messer, Gabel, Löffel. Grazie, Dani. È una buona forchetta. Ich habe euch erzählt, è una buona forchetta. Brava, Dani. Brava. Okay. Dass mein Sohn von klein auf ein guter Esser war, also war natürlich una buona forchetta, perfetto. War natürlich, ob es noch was gibt, ja, oder was wir dann noch essen, ja, cosa mangiamo dopo? Hey yo, c'era quella situazione che la faccia piena di pomodoro, ma lui, mio figlio, con questi occhi lucidi per un bel piatto di spaghetti al pomodoro, è il formaggio. E mio figlio è cresciuto con la tradizione del secondo piatto. Also mein Sohn ist immer mit dem zweiten, der ist also aufgewachsen, dass ein gelang, also nur ein Teller Pasta, das ist also entweder Antipasti oder ein secondo piatto. Deswegen hat mein Sohn auch den Spitznamen unter dem
von einem Freund von mir, der nennt ihn immer Primo, il Primo, weil er bei uns mal zum Essen eingeladen war mit seiner Familie. Der ist, genau, das war unter der Woche, da ist er mal kurz auf den Sprung vorbeigekommen und da habe ich tatsächlich nur mal ausnahmsweise nur Pasta gegessen, also sonst nichts, ja. Und dann hat mein Sohn auch immer Tanto oder Molto. Vergesse dich nicht. Ich erkläre es dir gleich. Dann ist mein Sohn hat dann mitbekommen, okay, was gibt's danach? Und ich so, no, oggi niente. E lui, come? Solo il primo. Nur den ersten, solo il primo. Und seitdem heißt er, mein Kumpel war da dabei, hat das mitbekommen, musste so lachen, seitdem heißt er immer Primo bei ihm, ja, weil un primo piatto non basta. Allora, questa situazione poi, Elke, non ti ho dimenticata, ich habe dich nicht vergessen, quella situazione, allora, noi mangiamo un primo, e poi in quella situazione non avevo nient'altro, no? E mio figlio, babbo, cosa c'è come secondo piatto? C'è qualcosa? E io, in quel momento, lui era piccolo, era una piccola creatura, eh? E io, e dopo, mangio te! L'ho fatto proprio così e lui mamma, mamma, il babbo mi vuole mangiare. Scusate, il babbo mi vuole mangiare. Vabbè, okay. Mangia einer sagt, Mann, bist du ein brutaler Babbo. Okay, vabbè, aber da müssen die italienischen Kinder durch diese Ironie sehr, sehr früh. Und das jetzt zum Abschluss dafür, eins der ersten Dinge, der war im Kindergarten mit 3,5 dann, die Erzieherinnen, das ist so krass, wie der mit Ironie zurechtkommt. Ja? Also die anderen Kinder haben geweint bei irgendwas und der hat er eigentlich noch einen draufgesetzt. Ja? Okay. Wie sagt man das auf Italienisch? Wie sagt man was? Non lo so, Yvonne, was du meinst. Wie sagt man das auf Italienisch? Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ah, okay. Ist auch ein schöner Spruch. Ach, da fällt mir das ein mit dem Rinun Rimandare. Der Apfel. Hai capito bene. Ja, du hast mich durchschaut, Yvonne. Da sagt man, die Frucht erkennt man am Baum. Il frutto si conosce dall'albero. Ist doch auch schön. Oh, das ist die Frucht. Na, da ist der Baum dazu. Ah, il frutto si conosce. Und rimandare non è rinunciare. Das ist also relativ neutral. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ja. Rimandare heißt verschieben und rinunciare verzichten. Also verschieben ist nicht verzichten. Das ist ein bisschen langweilig, aber der andere ist doch il frutto si conosce dall'albero. Va bene, so Elke, zu deiner Frage. Molto oder tanto? Da wurden jetzt schon ein paar, das ist halt auch so cool. Wir sagen, Kinder kommen nicht auf andere Gedanken, no? Okay. Non ti fare distrarre, lassi nicht ablenken, Michele. Allora, Elke, questo è molto, tanto und troppo. Kannst du wörtlich übersetzen? Molto heißt viel, tanto heißt so viel und troppo heißt zu viel. Du kannst molto und tanto oft miteinander austauschen, allerdings, es ist nicht synonym, es ist nicht identisch, es ist nicht buon appetito, Claudia. Es ist nicht eins zu eins austauschbar, weil das eine heißt viel und das andere heißt so viel, also noch ein Stück mehr. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, sei molto bella. Du bist sehr schön. Sei molto bella. Oh, sei tanto bella. Ja, und das heißt, du bist so schön. Sei tanto bella. Mm. Wir hatten das gestern auch kurz. Ich habe so große Lust. Oh,
tanta voglia. Aber ich habe viel Lust. Ho molta voglia. Ja, das ist mal, ich habe viel, ich habe große Lust. Ho molta voglia, aber dann setzt du einfach noch ein Zauber. Ja, ich habe so eine Lust, ey. Wow, ho tanta voglia. Ja, wenn ich so schaue, schaut es zwar nicht nach Lust aus, sondern nach Frust, egal. Aber Hauptsache, tanto. Also, das ist immer ein bisschen mehr, okay? Das tanto kennst du von tanti auguri. Das ist halt auch wieder so typisch italienisch, ja, weil tanti auguri. Wir sagen alles Gute, viele Glückwünsche. Nein, Italiener müssen wir so viele Glückwünsche, so viele, tanti auguri. Ja, ist okay, okay. Mamma mia, hai capito? Allora, da, jetzt schauen wir mal. Wie er sagte, es schmeckt mir. Mi piace. Und wie sagte, boah, das schmeckt mir echt gut. Das schmeckt echt gut. Jetzt nur molto oder piatto oder tanto. Ja, versucht nicht wieder auf Deutsch zu denken, sondern das schmeckt mir echt gut. Das ist, mi piace, tanto. Ja? Boah, das schmeckt echt. Oh, das schmeckt mir sehr. Mi piace, molto. Okay. Mann, bist du freundlich. Du bist ja sowas von nett. Okay. Bist ja sowas von nett. Wie sagt ihr? Sei tanto oder molto gentile? Sei tanto gentile. Christina, vedi, mi piace molto, es schmeckt mir sehr, aber wenn du willst, boah, das schmeckt mir, wow, mi piace tanto, oh, das muss man, wow, okay, Michele, dein Sohn schaut zu, okay? Nein, ich habe hier die Flipchart. Aber er hört mich. Mabe, uguale. Jetzt ist sie schon verloren. Also, Elke, hai capito? Mi sono felice, sono felice. Das mit dem troppo, das ist zum Beispiel auch so was typisch Italienisches. Also ihr könnt sagen, wow, das ist sehr, sehr lecker. È molto buono. Mmm, ist das lecker. Mmm, boah, è tanto buono. Mmm, es ist immer dieses mmm, also immer wenn ihr so ein bisschen so leichte Zoo, Tiger-Allüren bekommt, dann weiß der tanto. Molto ist schon okay, okay, ist schon mehr als sei gentile, sei molto gentile, aber tanto ist noch mal. Aber jetzt mit dem troppo. Also wenn für dich, wenn du essen gehst und du sagst, das, boah, das ist einfach lecker, das da, ich könnt mich nein sitzen. Ich könnt mich nein sitzen, sagen die Deutschen im Süden irgendwo, ja. Ich könnt mich nein hocken in Bayern. Ja, dieses, wenn ihr wirklich, mamma mia, dann sagst du, è troppo buono. Hm? È troppo buono. Hm. Ich sag zum Beispiel zu meiner Frau auch immer, sei troppo bella. Sie glaubt mir zwar nicht, ja, perché tedesca, weil sie deutsch ist, perché i tedeschi poi sono, ah, aber das sagen wir mal, ah, sei troppo bella, mamma mia, quando sei bella, ah, oh, dann bist du hübsch, ah, lass mich vielleicht ein paar Liegestütze machen, guarda, oh, sei troppo bella. Okay, basta. Mi dispiace molto, ma devo andare al lavoro. Vedi? Du hättest jetzt auch sagen können, Sonja, mi dispiace tanto. Das tut mir ja so leid. Aber du bist Deutsche, du machst es nicht so dramatisch wie wir Italiener. Das ist auch gesünder für dein Herz. Allora, buon lavoro, Sonja. E ti ringrazio tanto. Vielen, vielen, so sehr danke ich dir di aver partecipato, nonostante tu debba lavorare adesso, obwohl du jetzt dann auch arbeiten musst. Hättest du ja auch was anderes tun können, aber was bei mir, che bello. Okay, dann machen wir jetzt noch diese Übung. Singular Plural, also du willst eine Karotte, una carota, hm? Una carota. Und jetzt zeige ich euch den Gegenstand, okay? Hm, okay.
Dani, deine Frage beantworte ich gleich, aber jetzt muss ich das Rollenspiel machen. Ja? Bitte nimm es jetzt nicht zu Herzen, aber ich wusste es nicht, aber jetzt fällt mir spontan ein Rollenspiel ein. Okay? Allora, io ti spiego. Chi c'è? Chi? Oh, figlio, che vuoi da me? Sto parlando con la mamma, devo spiegare qualcosa alla mamma. Che vuoi? Una spremuta. Una spremuta d'arancia. Mo, adesso vuoi... Ma non puoi aspettare che devo spiegare qualcosa alla mamma. Kannst du nicht ein bisschen warten? Du willst eine spremuta d'arancia, un Osaf, frisch gepresst, ich muss gerade der Mama was erklären. Non puoi aspettare, kannst du nicht warten. No, non voglio aspettare. Ich will nicht warten. Vabbè, ok, ti voglio tanto bene, amore. Io ho di soli, dai, ti faccio la... puoi aspettare un po' perché tuo figlio, dai, il sole. Sì, è sempre mio figlio quando lui fa le cazzate, eh? E se ma mai sono meno Schmalbach. Però poi quando è bravo a scuola, quando... è tuo figlio, di stand dai, insomma. Ah, vabbè, sto solo scherzando, ok. Allora, faccio la spremuta d'arancia. Te, figlio, è buono? Ti piace? Ti è piaciuto? E se è finito? No, sto scherzando, ok. Allora, senti, ti volevo spiegare... Ancora, amore. Adesso hai bevuto la spremuta d'arancia, cos'altro vuoi? Ah, ti taglio una fettina di pane perché hai fame. Vabbè, un attimino. Cosa vuoi, il burro? Te lo spalmo? Spalmare ist auch ein schönen... Io, Sonja, inizio domani alle 11, um 11 beginne ich wieder. Spalmare. Ti spalmo col burro? Ok, va bene. Ok. Ok, lo mangio, adesso posso spiegare. Senti, ti volevo spiegare che... ti ricordi che l'altra volta, ich wollte dir erklären, cosa c'è, figlio mio, amore mio? Non mi interrompere sempre, amore! Ok. Also, Dani, das war ich... Du jetzt nicht nur die Einzige, ich wollte die ganze Zeit die Übung machen, dann bekomme ich Fragen. Jetzt ist mir dieses Rollenspiel eingefallen. Das war jetzt auch nicht so gut, però uguale. Okay, allora, jetzt sage ich dir, Dani... Warum nicht troppa bella, sondern troppo bello? Sehr coole Frage. Also, es ist so, du sagst, è molto bello. Es ist sehr schön. Vielleicht kannst du dich an das erinnern. Molto. Es ist sehr schön. Also dieses molto hat ja dann nicht die Bedeutung viel, sondern für sehr. Und dann sagst du auch è molto bella. Ja, weil dieses molto bezieht sich ja nicht auf die Frau, sondern du willst sagen, sie ist sehr hübsch. È molto bella. Ja? È molto bella. Und deswegen ist dieses troppo funktioniert wie mit dem. Also du sagst, oh, die ist zu hübsch. È troppo bello. Bella. È troppo bella. Das ist ein bisschen so vergleichbar wie mit dem Verben. Weißt du, wenn du sagst, mangio, ich esse, aber voglio mangiare. Du musst dann auch nicht zweimal die Ich-Form machen. Und auch bei sowas, du willst ja sagen, wer hübsch ist. Bella. Das bezieht sich auf die Frau. Und ob sie sehr hübsch ist oder nur bella oder molto bella, troppo bella, tanto bella, das ist dann die Steigerung. Okay? Das heißt, da ändert sich das nicht, weil du machst es einmal in die Person. Jetzt hast du aber zum Beispiel einen Satz wie è troppa pasta. Das ist zu viel. Siehst du, und jetzt hast du zu viel Pasta, weil dieses troppo bezieht sich jetzt auf die Pasta direkt. Siehst du? È troppa pasta. Also das troppo bezieht sich jetzt direkt auf die weibliche Pasta und dann wird es angeglichen. Bei è troppo bella, was bezieht sich direkt auf die Frau? Das bello oder bella in dem Sinn, ja? Und nicht das troppo.
Also dieser direkte Bezug. Ich hoffe, ich habe das erklären können ein bisschen. Summa summarum. Du wirst molto troppo und tanto wirst du meistens auch so nur verwenden. Molto troppo tanto. Okay? Außer du willst sagen, viele Autos. Molte macchine. Weil dann funktioniert es molto wie bello, brutto, piccolo, grande. Okay. Ok, sono contento di averlo spiegato più o meno in modo comprensibile. Ok, jetzt zum Abschluss. Wenn jetzt also, ich zeige euch jetzt dieses Wort. Und wenn ich euch das nicht sage, dann wird es so ähnlich sein wie im Deutschen. Also das solltet ihr, ich möchte die euch jetzt nicht vorkauen. Ich sage euch jetzt aber nur also ich mache jetzt nur so. Hm? Oder so. Also entweder eine Karotte oder zwei. Also entscheide dir un oder una, je nachdem. Bei Karotte ist es weiblich. Una. Perciò tanti auguri. Genau, Elke. So viele Glückwünsche. Una Karotte. Ja? Und un Telefono. Okay? Wenn ich aber so mache, weißt du, und auch hier, denk nicht an tausend, diese O, A, I, E. Wenn du in der Mehrzahl was hast, endet es auf A, auf E oder I. E oder I. Und das war's. Und jetzt gebe ich euch ganz einfache Wörter. Okay. Und ihr sagt un oder una oder due und dann Mehrzahl. Wenn ihr hier ist, dann müsst ihr O oder A. Un ombrello. Un ombrello. Okay. Macht aus dem Bauch. E oder I ist die Pluralform. Due case. Das kann ich euch gleich. Ah, schau, Claudia. Jetzt hast du due casi gemacht. Das ist jetzt etwas, was dann immer wieder vorkommt. Wenn man jetzt halt nicht, sagen wir mal, das analytisch. Analytisch, dann weiß man, ah, casa wird zu case. Nur das Problem ist, das analytisch funktioniert nicht, weil du müsstest du ja immer die Singularformen korrekt drauf haben. Komm, also du müsstest dann cane, casa, sedia, tavolo, lavagna, forchetta, coltello, cucchiaio. Du müsstest ja dann immer wissen, O oder A. Und das ist ja das Problem. Das kannst du nicht wissen, das sollst du auch gar nicht auswendig lernen. Das muss irgendwann mal in Fleisch und Blut übergehen. Deswegen, due casi war jetzt falsch, aber es geht immer um den Aha-Effekt. Du machst es falsch, ich korrigiere, ah, case, und so lernst du das viel, viel schneller. Okay? Due case. Jetzt hier, brauche ich gar nicht anzeigen. Due Banane. Due Banane. Aus dem Bauch. Un treno. Due pesci. Due macchine. Genau, bei Radpix. Ich habe ja nur eins, deswegen un treno. Due treni wäre wichtig, richtig gewesen bei Plural. Sehr gut, macchine. Una bicicletta. Una bicicletta. Un oder una. Ja, und auch hier. Ich habe euch ja gesagt, das Spiel ist so, also ich sage euch jetzt die Wörter nicht, das heißt, es muss irgendwie so ähnlich sein wie im Deutschen oder ich gehe davon aus, wie casa, dass ihr das schon wisst. Un Computer. Due Karotte. Due Telefoni. Una forchetta,
due tazze due libri un libro. Also für die Singular und Plural kann ich euch nur eins empfehlen. Was heißt denn ich sehe? Vedo, ich gehe. Ein bisschen ähnlich. Verwechselt man immer gern. Vado, vedo und vado. Also vedo, das empfehle ich euch. Jetzt schaut doch mal bei euch in der Wohnung, wo ihr seid und vedo, 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 vedo. Und jetzt hat zum Beispiel wie viele Stühle? Dann sagt ihr vedo, vedo, quattro sedie. Ja? Vedo, ihr habt Pflanzen oder Bilder. Vedo, vedo, uno, due quadri. Oder vedo, 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 vedo. Schaut mal bei euch, was ihr alles im Plural. Geht mal in die Küche. Vedo tante forchette. Da könnt ihr das tante. So viele Gabeln. Vedo, vedo, vedo. Due poltroni. Zwei Sessel. Vedo, vedo, vedo. Tre televisioni. Drei Fernseher. Seht ihr? Dann wird ihr immer auf I oder E. I oder E. Also das ist mein Tipp an euch, um den Plural zu lernen. Anders geht das nicht. Schaut in eurer Wohnung durch und jedes Mal, wenn ihr geht, ah, vedo le macchine, due oder vedo tante macchine. Und macht es mal im ersten Schritt ohne diesen bestimmten Artikel. Ja? Vedo tante macchine. Oh, vedo molte persone. Vedo molti alberi. Ja? Molti alberi. Vedo molti balconi. Vedo. Oh, jetzt sehe ich meinen Sohn. Vedo molti problemi. Per me. Seht ihr? Ihr könnt also auch mal den Röntgenblick haben. Due fiori. Du meinst zwei Blumen? Due. Due fiori per te. E noi due insieme a un caffè. Questi fiori sono per te. Per dimostrare il mio amore. Meintest du die fiori? Okay. Okay, due fiori. Also, das empfehle ich euch, um den Plural zu üben, anstatt zu pauken. So, habe ich jetzt noch eine Schlussbotschaft? Ja, das machen wir morgen. Ja, wer hat an der Uhr gedreht? Es ist schon wieder fast drei. Incredibile. Jetzt würde ich sagen, packe ich doch mal so ein bisschen zusammen, spreche noch ein bisschen, werde noch euch jetzt 10 Minuten geben, ob ihr noch Fragen habt. Dürft ihr mir stellen. Oder könnt mir... Eh vabbè, un cantante grande, Claudia, sei troppo gentile. Vedo troppo così. Elka, das ist der Klassiker. Socken, immer im Plural. Ok, Claudia, che io sono un cantante, un grande cantante. Tu sei troppo gentile. Ja, so selten verwendet man das. Troppo, dann du bist einfach zu freundlich. Sì. Ja, i calzini per terra. Elke, ja. Ich habe zum Beispiel heute, ich habe nur un calzino per terra gesehen von meinem Sohn. Quindi, seht ihr auch bei den Socken, ab und zu hat man dann doch ein Singular, però poi sind dann die Fragen im Plural auf jeden Fall, le domande. Quindi, was erwartet euch morgen? Auch wieder zwischen 11 und 15 Uhr. 2 Stunden Anfänger. Morgen beginne ich wieder mit den Anfängern um 11 Uhr. Ich werde auf dem aufbauen mit den Sätzen, Singular, Plural, Adjektivendungen, O, A, I, E. Und dann sicherlich die ein oder andere Überraschung, was spontanes Rollenspiel. Das werde ich morgen machen. Purtroppo non c'è il pranzo. Quindi, se vi viene in mente qualche domanda, dann gebe ich euch noch ein paar Minuten. E altrimenti. Cosa fate adesso? Was macht ihr jetzt? Jetzt könnt ihr so einen Satz bilden. Jetzt nicht als Frage, zum Beispiel voglio, so wie wir heute das gelernt haben mit den Fragen. Voglio oder devo. Ja, was muss ich jetzt machen? No, io adesso
vado a casa e forse devo aspettare perché piove, sta piovendo, è una grande cazzata questa pioggia. Poi voglio leggere un po', poi stasera voglio, devo e posso cucinare. Sì, questo è tutto. Devo imparare l'italiano, ok, leggo più libri in italiano, ok, bravo. Bello. Allora, dann mache ich doch mal noch zum Abschluss. Muss ich alle Endungen bei Adjektiven immer angleichen, wenn ich als Frau spreche? Also, das Angleichen der Adjektive, Dani, ist so, wenn du von dir selber sprichst, dass du verheiratet bist, sagst du sono sposata, ja? Wenn du aber jemanden fragst, sei, wie deine Frage, dann kommt es darauf an, wen du fragst. Fragst du einen Mann, sagst du sei sposato. Fragst du eine Frau, sagst du sei sposata. Also diese Angleichung gilt immer für denjenigen, für den es bestimmt ist, nicht derjenige, der spricht oder so. Wenn du aber von dir selber sprichst, dann ist es natürlich für dich bestimmt. Okay, Elke, cosa und che cosa? Das können wir, kannst du austauschen, wie du willst. Das kannst du, cosa oder che cosa? Ist austauschbar. Ich verwende meistens cosa, nur bei che cosa verwende ich, wenn ich wirklich, che cosa, wenn ich frage, cosa mangi stasera? Sì, cosa mangio? Un po' di verdura, un po' di questo, und dann, ja, ein bisschen Gemüse, ein bisschen das, und sag ich, ma che cosa esattamente? Aber was denn ganz genau? Also, che cosa ist, wenn du letztendlich nochmal ganz genau im Detail wissen willst. Was denn ganz genau? Na? Okay. Ah, Yvonne, grazie per il complimento. Sei sempre. Da könnten wir auch wieder. Sei tanto gentile. Tanto gentile. Sei tanto gentile. Also schreibt mir, ich bin noch hier, ich schaue rein. Ich würde sagen, um drei machen wir dann Schluss. Aber bis dahin habt ihr Möglichkeiten. Ajo. Stimmt ein paar. Gut zu wissen. Bello. Che entusiasmo. Incredibile. Mi è piaciuto molto. Ciao. Chiocciola. Come va? Tanto tempo che non ci sentiamo. Spero che tu stia bene. Stai bene? Sì? Mi fa piacere. Beh, scrivetemi che cosa si mangia stasera. Was gibt es denn bei euch zum Essen? Pesce, carne. Spero niente dieta. Ich hoffe keine Diät am Samstagabend. Macht nicht so einen Scheiß. Ja? Tut euch das nicht an. Seid gut zu euch. Fatevi del bene, non del male. Also ich muss sagen, so wie ich es mir eigentlich erwartet habe, mir machen diese langen Streams sehr viel Spaß. Oh, Claudia, ti fai la pizza fatta a mano in casa. Brava, bellissimo. Poi ascolti un po' di musica italiana. Vengo, vengo, vengo! Vengo, Claudia, grande Claudia. Ma che giornata! Ma che giornata italiana che ti stai facendo? Was für ein italienischen Tag, den du dir gönnst heute. Studiare l'italiano, la pizza. Mamma mia, sei grande. Brava. La pizza fa... ma Claudia, tu la pizza la fai con amore? Ah, stai nel tuo giardino, Cristina. Certo, Claudia, che lo fai con amore, sì. Che domanda, inutile, no? Cristina, il tuo giardino, spero che tu abbia bel tempo, perché qua siamo ai limiti della catastrofe, qua a Monaco, incredibile, che pioggia.
Ja, das ist schön. Danke, Judith, für das Feedback. Denn 4 Stunden, also bei den Videos, ja, bin ich ja schon recht lang. Es heißt eigentlich mal 10 Minuten. Jetzt meine langen Videos gefallen euch eigentlich je mehr, je länger, desto besser. Und jetzt mit dem Livestream 3, 4 Stunden war ich jetzt auch, ich sage immer auch alles für mich ein Test, ja. Deswegen grazie mille per il tuo Feedback, dass ihr auch so lange durchhalten könnt. Das ist echt cool. Was will ich mehr? Ah, was nimmt ihr für Dopingmittel? Das könnt ihr mir sagen. Questo. La pizza fatica. Ma Claudia, tu la pizza come la mangi? Alla margherita? Che cosa ci metti sopra? O voi scrivetemi che cosa mettete sopra la pizza. A me piace la pizza al momento. Grazie Claudia, grazie mille. Cosa volevo dire? Al momento mangio, mi piace mangiare la pizza con i carciofini, metti in kleinen Artischocken. Con i carciofini e le acciughe. Und Saden, io con la pizza. Ah, tu vai a mangiare la pizza, Andy. Vedi? Che pizza? Scrivimi, che pizza mangiate? Scrivetemi. Was für Pizza bevorzugt ihr? Ich habe immer so Phasen. Momentan eben mit kleinen Artischocken und Acciughe, Sardellen. Ja? Per un periodo mangiavo solo la margherita, eine Zeit lang habe ich nur Margherita gegessen. Scrivetemi che pizza mangiate voi. Ma non mi scrivete. Ah, ma non è niente di pizza americana, ok? Das habe ich noch nie gemacht mit Artischocke. C'è sempre una prima volta, es gibt immer ein erstes Mal. Era la prima volta per me, voglio continuare in futuro. Ok, mi farebbe piacere, das würde mich natürlich freuen, dich wiederzusehen. Ratpix, sempre un piacere, ist immer ein was Schönes, euch wiederzusehen. Rivedervi. No, siete fantastici. Vedete, also ich meine jetzt, dai. Anch'io. Hai imparato tanto. Jetzt werden wir nochmal philosophisch, ok? Io ho inaugurato, ho aperto, ich habe geöffnet questo canale per trovare, um zu finden, una possibilità, eine Möglichkeit per insegnare. Eine Möglichkeit zu unterrichten, per insegnare l'italiano. Ma che cosa ho trovato? Was habe ich wirklich gefunden? Una grande famiglia, una grande comunità, è quello che ho trovato. E voi vi aiutate l'uno l'altro. Und ihr helft euch gegenseitig, è incredibile. Ja, haben wir jetzt nochmal gedacht. Als Wort zum Sonntag, nicht zum Samstag. Oh, da muss ich ja noch ein Wort zum Sonntag kreieren. Das Wort zum Samstag schlägt. Che cazzo hai combinato, Michele? Warum schon wieder? Oh, ai 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 ai. Angelica, è stato molto bello. Ah, mi hai seguito. E sei tornata a casa, Angelica? Oh, hai sbagliato, sei ancora in foresta. Angelica è nämlich in München und war joggen und hat sich verlaufen. Spero che tu abbia trovato casa. Oh, Monica. Che bello. Grazie mille. Das freut mich wirklich sehr. Come si dice, mach weiter so, Andrea? Upsala. Avanti così. Avanti così. Anche tu, Andrea, anche voi, tutti quanti, avanti così, ok? Eine Minute gebe ich euch noch, weil es ist schwierig, jetzt aufzuhören. Okay, so, jetzt komme ich. Vediamo. C'è un ultimo commento? Avanti così. Ok, allora,
È arrivato il momento, de momentos que comen, finiamo, sono quasi le tre. Vi auguro un bellissimo pomeriggio, godetevi la pizza o quello che mangerete. Sì, è stata una goduria per me. Drückt die Daumen, dass es jetzt bei mir zum Regnen aufhört, sonst muss ich noch warten oder im Regen rumlatschen. Das habe ich mir nicht verdient. Okay. Ciao, ciao. Alla prossima. Non alla prossima. A domani. Ciao.